Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen, meine Herren, ich darf Sie alle herzlich begrüßen zu unserer 102. Sitzung des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur, der öffentlichen Anhörung zu dem Antrag der Fraktion Die Linke, Gleichstellung von Cannabis- und alkoholkonsumierenden Führerscheininhaberinnen und Führerscheininhabern auf Bundestagsdrucksache 19/17612. Vorab muss ich noch eine organisatorische Sache bekannt geben. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat gemeldet, dass der Kollege Stefan Gelbhaar heute ersetzt wird durch die Kollegin Kirsten Kappert-Gonter. Seien Sie uns herzlich willkommen, Mitglied des Gesundheitsausschusses. Und vielleicht noch ein Hinweis für die, die uns draußen zuhören. Es geht heute nicht um die grundsätzliche Legalisierung von Balkonpflanzen, das ist heute nicht unser Thema, sondern es geht um das Thema Fahrtüchtigkeit, ein spannendes Thema, wie man auch in den Diskussionen im Netz schon sehen konnte, beschäftigt es einige da draußen. Zu unserer Anhörung hier im Saal sind per Videokonferenz weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer zugeschaltet. Das Format ist den gegenwärtigen Abstandsregelungen und Beschränkungen wegen der Covid-19-Pandemie geschuldet. Mit den üblichen 150 Personen, die als Abgeordnete, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Sachverständige, Publikum an einer Anhörung hier im Sitzungssaal normalerweise teilnehmen würden, wären diese Regelungen logischerweise nicht einhaltbar. Gestatten Sie mir eingangs noch ein paar technische Hinweise. Das Ausschusssekretariat administriert die Konferenz technisch. Wenn Sie Probleme haben, können Sie sich über die Chatfunktion im Videokonferenzmodul an den Teilnehmern an den Teilnehmer mit dem Namen Verkehrsausschuss wenden oder per Telefon 030-227-32426 anrufen. Die Nummer findet sich auch auf der Tagesordnung zu dieser Sitzung. Ihr Mikrofon wurde durch den Administrator zunächst stummgestellt, damit Hintergrundgeräusche in Ihrer Umgebung nicht für alle hörbar sind. Ich bitte daher die Mitglieder des Ausschusses bzw. die Sachverständigen, die per Web zugeschaltet sind, vor ihrem jeweiligen Redebeitrag ihr Mikrofon jeweils anzuschalten. Nach einem Redebeitrag bitte ich darum, das Mikrofon dann wieder logischerweise zu deaktivieren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die der Sitzung über Videokonferenz als Zuhörende folgen, halten das Mikrofon bitte die ganze Sitzung über ausgeschaltet. Zu unserer Anhörung darf ich nun alle Gäste und besonders herzlich natürlich die Sachverständigen begrüßen. Hier im Saal begrüße ich Herrn Georg Wurth. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Handverbandes. Und per Video zugeschaltet sind die folgenden Sachverständigen: Herr Diplompsychologe Jürgen Brenner-Hartmann von der TÜV Süd Life Service GmbH. Ich bitte Sie, sich einmal kurz zu melden, damit wir sehen, ob die Verbindung funktioniert. Herr Brenner-Hartmann, hören Sie uns? Ja, ich musste die Stummschaltung aufheben, jetzt müsste ich auch zu hören sein. Sehr gut, deshalb testen wir das nämlich. Vielen Dank, wunderbar. Frau Dr. Anja Knoche, Sie befasst sich bei der Bundesanstalt für Straßenwesen mit den Themen Fahreignung, Fahrerausbildung und Kraftfahrerrehabilitation. Auch Sie bitte ich, sich kurz zu entstummen. Ja, werden Sie alle verstehen und Sie mich hoffentlich auch. Großartig, vielen Dank. Herrn Professor Dr. Dieter Müller, er ist Dozent an der Hochschule der Sächsischen Polizei. Auch Sie bitte ich, sich kurz zu melden, bitte. Ich kann Sie gut verstehen. Und wir Sie auch. Großartig, danke. Herrn Professor Dr. Dr. Stefan Tönnes vom Universitätsklinikum Frankfurt am Main, Institut für Rechtsmedizin. Auch Sie bitte ich, sich kurz zu melden. Gerne, ich hoffe, man hört mich gut. Bestens, vielen Dank. Herrn Dr. Thomas Wagner vom DEKRA e.V. Dresden, dort im Technology Center Klettwitz, Fachbereichsleiter Begutachtungsstellen für Fahreignung. Bitte melden Sie sich kurz. Ja, wunderbar. Guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Guten Morgen, wir hören Sie sehr gut. Herrn Dr. Bernd Werse von der Goethe-Universität Frankfurt, Center for Drug Research und heute als Vertreter des Expertennetzwerks Schildauer Kreis hier. Bitte melden Sie sich kurz. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Sie können mich hören. Sehr gut. Ja, danke sehr.
Und Frau Dr. Renate Zunft, zuständig am Medizinisch-Psychologischen Institut der TÜV Nord Mobilität GmbH und Co. KG. Sie vertritt heute den Verband der TÜV e.V. Und auch bei Ihnen bitte die Technikprobe. Ja, guten Morgen. Ich danke herzlich für die Einladung. Guten Morgen. Dankeschön. Ich möchte den Sachverständigen, die schriftliche Stellungnahmen eingereicht haben, dafür herzlich danken. Diese sind als Ausschussdrucksache 19/15459 verteilt und sind auf der Internetseite des Bundestages abrufbar. Die Anhörung soll nach folgendem Verfahren ablaufen. Wir haben uns darauf verständigt, dass es keine Eingangsstatements der Sachverständigen geben soll. Die Anhörung gliedert sich in Frage- und Antwortrunden. In jeder Fragerunde können die Ausschussmitglieder, die sich zu Wort melden, bis zu zwei Fragen stellen. Die Fragesteller können außerdem in einer Fragerunde höchstens zwei Sachverständige befragen. Die Fragesteller bitte ich, sich auf eine Redezeit von maximal 3 Minuten zu beschränken. Nach der Fragerunde schließt sich die Antwortrunde der Sachverständigen an. Ich bitte Sie, liebe Sachverständigen, sich die an Sie gerichteten Fragen zu notieren und diese dann in der Antwortrunde en bloc zu beantworten. Ich werde Sie dann auch jeweils noch einmal gesondert ansprechen und zur Beantwortung der an Sie gerichteten Fragen auffordern. Die Sachverständigen bitte ich, sich auf eine Redezeit von maximal 5 Minuten pro Frage zu beschränken, damit möglichst viele Fragen gestellt und beantwortet werden können. Das heißt also, um es zu konkretisieren, wenn Sie beispielsweise 3 Fragen bekommen haben, dann stehen Ihnen maximal 15 Minuten für die Beantwortung der Fragen zur Verfügung, die Sie ausschöpfen können, aber nicht zwingend ausschöpfen müssen. Aufgrund dessen, dass die Sitzung auch als Videokonferenz stattfindet, haben wir nicht wie üblich sonst eine Deckenampel hier oben, woraus die Redezeit hervorgeht. Ich bitte daher die Fragesteller und Sachverständigen, die Redezeit auch selber etwas im Blick zu behalten. Wir hier, also das Ausschusssekretariat und ich, verfolgen die Zeit auch mit und werden Ihnen bei etwaiger Überschreitung einen Hinweis geben, den Sie dann bitte beachten. Wir gehen von einem Zeitrahmen von etwa 2 Stunden aus, also bis etwa 13 Uhr, sind heute 2 Frage- und Antwortrunden vorgesehen. Von der öffentlichen Anhörung wird das Ausschusssekretariat wie üblich bei öffentlichen Anhörungen ein Wortprotokoll erstellen, das allen Interessierten im Internet zugänglich sein wird. Wie die aufgebauten Kameras vermuten lassen, wird diese Anhörung im Parlamentsfernsehen live übertragen und sie ist im Internet in der Mediathek des Bundestages abrufbar. Die erste Fragerunde beginnt mit der Fraktion der CDU/CSU. Herr Abgeordneter Storjohann, Sie haben das Wort. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Liebe Sachverständige, herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, uns hier beratend zur Seite zu stehen. Wir diskutieren alle 2 Jahre einen Verkehrssicherheitsreport der Bundesregierung. Das heißt, die Verkehrssicherheitsarbeit nimmt einen hohen Stellenwert sowohl in den Fraktionen als auch in der Regierung ein. Und deswegen, wenn jetzt Maßnahmen eventuell vorgeschlagen werden, um Lockerungen zu machen, dann sind wir natürlich aufgerufen, das genau zu prüfen. Und das soll auch der heutige Tag erbringen. Ich habe 2 Fragen. In der Vorbereitung haben wir ja alles gelesen. Und man hat ja festgestellt, das ist so wie beim Alkohol auch. Es gibt Leute, die vertragen viel Alkohol und einige weniger. Und das scheint bei Hanf ja auch so zu sein. Insofern habe ich 2 Fragen an Frau Dr. Knoche. Es geht darum, eigentlich müsste es ja ganz einfach sein, Konzentrationen im Blut nachzuweisen. Und dann müsste man ja auch feststellen können, ob das eine Beeinträchtigung gibt. Wenn das so einfach wäre, hätten wir, glaube ich, schon eine Lösung gehabt. Und deswegen sind wir heute ja, glaube ich, alle zusammen. Also gibt es eine Beeinträchtigung von verkehrssicherheitsrelevanten Funktionen, die eingeschränkt sind, wenn man eine gewisse Konzentration im Blut hat? Und wo wäre dieser Grenzwert? 2. Frage, gibt es denn überhaupt auf wissenschaftlicher Basis beruhende Befunde, die einen THC-Grenzwert analog zum Alkohol von 0,5 Promille definieren? Das wären meine beiden konkreten Fragen. Ja, vielen Dank. Wir beantworten am Ende. Wir machen erst die erste Runde mit allen Fragestellern und Fragestellerinnen durch. Und dann am Schluss beantworten wir alle Fragen en bloc. Ich rufe Sie dann einzeln auf. Sie notieren sich einfach nur die Fragen. Als nächstes Dr. Spaniel für die Fraktion der AfD. Bitte, Sie haben das Wort.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Sachverständige. Ja, ich mache es ganz kurz. Die politische Stellungnahme erspare ich mir und beschränke mich mal einfach auf die Fragen zu diesem Thema. Meine erste Frage geht an Frau Dr. Zunft. Sie geben in Ihrer Stellungnahme an, dass ein THC-Wert von 1 Nanogramm pro Milliliter Blutserum bereits nach 8 bis 12 Stunden unterschritten sei. Insofern es sich nicht um ein regelmäßiges Konsummuster handele. Kann denn beziffert werden, jetzt meine Frage, kann denn beziffert werden, wie dieser Zeitraum sich verändert, wenn die Grenzwerte, wie im Antrag gefordert, auf 3 Nanogramm pro Milliliter respektive 10 Nanogramm pro Milliliter angehoben werden? Wie viele Stunden nach dem Konsum dürfte ein gelegentlicher Cannabiskonsument dann legal mit einem Auto auf der Straße unterwegs sein? Insbesondere auch mit Blick auf die in Ihrer Stellungnahme angeführte zeitverzögerte Wirkung des Cannabiskonsums. Ja, und die zweite Frage geht an den Herrn Professor Dr. Müller. In Ihrer aufgearbeiteten Statistik über Verkehrsunfälle mit Personenschäden zeigt sich ein stetiger Trend bei Unfällen unter Einfluss berauschender Mittel. Jetzt ist meine Frage, welchen Trend prognostizieren Sie, wenn die Gleichstellung von Cannabis- und alkoholkonsumierenden Führerscheininhabern hier die geltende Praxis werden würde? Vielen Dank. Danke sehr für die Fraktion der SPD, Frau Elmas Kork, Entschuldigung, Frau Korkmaz-Emre, jetzt haben wir es. Bitte, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mein Dank geht erstmal an die Sachverständigen für ihre Bereitschaft, uns heute zur Verfügung zu stellen und für die Mühen. Und ich denke, wir diskutieren hier über ein ganz wichtiges Thema, über ein sehr sensibles Thema, das hochrelevant ist für die Sicherheit im Straßenverkehr. Und ich sage das auch nochmal, weil wenn man den Antrag der Linken liest, dann ist das keineswegs offensichtlich. Und deshalb möchte ich noch einmal in Erinnerung rufen, bevor wir in die Details gehen. Wir wissen, dass die Zahl der Verkehrstoten zwar zuletzt zurückgegangen ist, aber dass sich eine Art Stagnation in der langfristigen Entwicklung eingestellt hat und wir im Ganzen betrachtet und gemessen an den Zielen, die wir uns gesetzt haben, hier Stichwort Vision Zero, alles andere als glänzen. Und das muss, glaube ich, bei der ganzen Debatte immer hier bei uns im Hinterkopf auch sein. Meine erste Frage, Herr Vorsitzender, geht an Frau Dr. Zunft. Frau Dr. Zunft, die Fraktion Die Linke geht bei der Einschätzung zur Fahrtüchtigkeit offensichtlich von einer prinzipiellen Vergleichbarkeit aus bei dem Konsum von Cannabis einerseits und dem Konsum von Alkohol andererseits. Können Sie uns als Verkehrsmedizinerin etwas zur Vergleichbarkeit der Wirkung von Alkohol- und Cannabiskonsum berichten, insbesondere natürlich hinsichtlich der Leistungsfähigkeit bzw. Fahrtüchtigkeit der Konsumierenden? Und meine zweite Frage, die geht an Professor Dr. Müller. Sehr geehrter Professor Dr. Müller, könnten Sie uns als Jurist einmal einen Überblick geben, welche unterschiedlichen Rechtsmaterien der Antrag der Linken tangiert und wie die Kernforderungen des Antrags sich in die jeweilige Systematik einfügen oder auch nicht einfügen? Die Unterscheidung zwischen Strafrecht, Vereignungsrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht ist dabei, denke ich, durchaus nicht unwichtig und geht im Antrag ja auch ein bisschen durcheinander. Vielen Dank. Danke sehr. Für die Fraktion der FDP, Herr Herbst, bitte, Sie haben das Wort. Ganz herzlichen Dank auch an die Sachverständigen, uns hier zur Verfügung zu stehen. Ich hätte zunächst zwei Fragen an Herrn Dr. Wagner. Es geht ja einerseits darum, was ist der Grenzwert THC im Blutserum? Da ist meine Frage, inwiefern ist der heutige THC-Grenzwert bei Cannabiskonsum vergleichbar mit dem Alkoholpromillewert im Straßenverkehr? Und die zweite Frage, zeigt denn die Höhe des THC-Wertes auch zuverlässig das Verkehrsrisiko an, was von einem cannabiskonsumierenden Kraftfahrer ausgeht? Vielen Dank für die Fraktion Die Linke. Kollege Movasat, bitte, Sie haben das Wort. Ja, danke schön und auch herzlichen Dank an die Sachverständigen für ihre eingereichten Stellungnahmen. Vielleicht kurz über ein paar wenige Sätze zu dem Antrag. Wir haben ja diesen Antrag eingereicht, weil die derzeitige Rechtslage und vor allem die Praxis für Cannabis-konsumierende Führerscheininhaber im Vergleich zu alkoholkonsumierenden Führerscheininhabern übertrieben hart ist. Es ist ja so, dass man nur, wenn man Cannabis besitzt, nicht, wenn man berauscht gefahren ist. Ich will das auch an dieser Stelle ganz klar betonen. Niemand möchte berauscht fahrende Autofahrerinnen und Autofahrer. Ist völlig klar, wer berauscht fährt, der soll auch seinen Führerschein verlieren. Aber bei Cannabis ist es so, dass auch wenn man nicht berauscht fährt, kann ein psychologisches Gutachten angefordert werden und man kann den Führerschein verlieren. Und das geht tatsächlich auch wirklich so weit, dass Cannabisbesitz völlig unabhängig davon, ob man dabei am Straßenverkehr teilgenommen hat. Also man geht sozusagen
sitzt in seiner Wohnung, es gibt eine polizeiliche Durchsuchung, Cannabis wird festgestellt, dann kann das im Ergebnis am Ende zum Führerscheinverlust führen. Das andere Problem ist, dass auch bei Menschen, die Cannabis konsumiert haben, Tage später noch Restbestände von THC-Blut nachgewiesen werden können und dann der Führerschein entzogen werden kann, ohne dass die Leute in irgendeiner Form noch berauscht sind Tage später. Wir wollen diese Ungerechtigkeit mit unserem Antrag beenden. Wir wollen, dass Menschen, die zwischen Konsum und Teilnahme am Straßenverkehr trennen, dass diese Menschen nicht bestraft werden. Und dann komme ich auch zu zwei Fragen an Herrn Wurth. Zunächst mal die erste Frage: Worin besteht im Kern die Ungleichbehandlung von Cannabis- und alkoholkonsumierenden Führerscheininhabern? Und zweitens, wenn man die Stellungnahme einiger Sachverständiger liest, dann kann man den Eindruck bekommen, dass nur mit Bedacht ein psychologisches Gutachten angefordert wird, auf deren Grundlage dann es zum Fahrerlaubnisentzug kommt. Die rechtskonforme Anwendung des § 14 Fahrerlaubnisverordnung durch die Fahrerlaubnisbehörden, so Zitat Herr Brenner-Hartmann auf Seite 6 seiner Stellungnahme, führt bereits auf Basis der geltenderen Rechtslage nicht dazu, dass ein oder mehrmaliger BTM-Verstoß im Zusammenhang mit Cannabis ohne weiteres die Anordnung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens auslöse. Herr Wurth, können Sie aus Sicht der Betroffenen schildern, wie es in der Praxis tatsächlich ausschaut? Vielen Dank. In der ersten Runde, last but not least, Frau Dr. Kappert-Gonter, bitte. Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ich möchte für Bündnis 90 die Grünen auch vorweg schicken: Wer berauscht ist, fährt nicht. Und wer fährt, nimmt keine Rauschdrogen. Das sollte sozusagen die Grundlage sein. Und dass es hier eine eklatante Ungleichbehandlung zwischen Alkoholkonsumierenden und Cannabisbesitzenden gibt, ist eben die aktuelle Situation. Und die muss man aufheben. So geht das aus unserer Sicht nicht weiter. Ich habe zwei konkrete Fragen, und zwar sowohl an den Schildauer Kreis als auch an Georg Wurth vom Hanfverband. Nämlich nach unter welchen besonderen Schwierigkeiten leben zurzeit Menschen, die Cannabis als Medizin, Cannabis auf Rezept bekommen in Bezug auf ihre Fahrerlaubnis? Und zum Zweiten, wenn ein neuer THC-Grenzwert bestimmt werden soll, welche Expertinnen und Experten sollten für eine solche Bestimmung zwingend angehört werden und deren Meinung einbezogen werden? Vielen Dank. Danke sehr. Dann beginnen wir mit Herrn Wurth, bitte. Herr Wurth, Sie sind dran, Sie haben die meisten Fragen, bitte. Na, so. Sekunde, ich muss die letzte noch eben fertig aufschreiben. Gut, also die erste Frage war, wie konkret die vermutete Ungleichbehandlung von Cannabis- und Alkoholkonsumenten im Straßenverkehr vonstatten geht. Ich kann bestätigen, dass es so ist. Habe auch das quasi als den größten Teil meiner Stellungnahme im Prinzip hergenommen und herausgearbeitet, wo überall diese Ungleichbehandlung stattfindet. Weil es gibt nicht den einen Kern der Ungleichbehandlung, den einen Punkt. Letztendlich geht alles auf diese unterschiedliche Sichtweise von legal und illegal zurück, die am Ende eher eine moralische Frage ist, vielleicht eine strafrechtliche Frage, aber keine, die mit der Verkehrssicherheit zu tun hat. Auch ich möchte betonen, es geht nicht darum, dass Leute bekifft durch die Gegend fahren sollen, irgendwie berauscht, irgendwie gefährdend am Straßenverkehr teilnehmen sollen. Aber es gibt für die Ungleichbehandlung eben auch kein vernünftiges Argument. Es gibt eine Erhöhung der Unfallgefahr durch Cannabis, aber die ist nicht größer als bei Alkohol. Das wird wahrscheinlich auch keiner der anwesenden Sachverständigen bestreiten, dass Alkohol eine größere Gefährdung für den Straßenverkehr ist als Cannabis. Ich nenne hier mit Absicht keine konkreten Zahlen, weil man kann natürlich Durchschnittsgefährdungsraten vergleichen oder maximale Höchstwerte der Erhöhung der Unfallwahrscheinlichkeit. Aber an allen Punkten kommen wir am Ende zu dem Punkt, dass Alkohol den größeren Schaden hervorruft oder das größere Risiko und insofern eine härtere Gangart gegenüber Cannabis da schwer nachzuvollziehen ist.
Wo sind also diese Ungleichbehandlungen, von denen ich gesprochen habe? Da sind erstmal die Ungleichbehandlungen ohne Verkehrsbezug, die auch genannt worden sind. Tatsächlich, jemand wird in seiner Wohnung erwischt mit Cannabis, ein Strafverfahren wird begonnen, in vielen Fällen eingestellt, wenn es um eine kleine Menge geht, um erwachsene Ersttäter geht. Trotzdem wird immer in allen Fällen, in allen Bundesländern eine Meldung an die Verkehrsbehörde gemacht. Es ist nicht mehr so, dass nach der ersten Meldung sofort eine Überprüfung passiert oder ein Führerscheinentzug stattfindet. Das wird erstmal in Akten gesammelt und gelagert sozusagen. Und erst bei mehrfachem Auffallen innerhalb einer gewissen Zeit kann dann tatsächlich die Führerscheinstelle tätig werden oder wird in der Regel auch tätig, je nach Bundesland ein bisschen unterschiedlich, weil sie dann den Verdacht auf regelmäßigen Konsum sieht, wenn jemand zufällig mehrfach erwischt worden ist. Also Menschen mit der falschen Frisur in Bayern haben da eine höhere Wahrscheinlichkeit, weil sie einfach öfter aufgegriffen werden als Cannabiskonsumenten, dann in dieses Verfahren reinzugeraten, auch wenn es nie einen Zusammenhang mit Straßenverkehr gegeben hat. Das Verrückte an der Sache ist also letztendlich die Meldung an die Polizei, an die Führerscheinbehörde an sich, nach so einem Strafverfahren. Das wäre genauso, als würde man Konsumenten, die aus dem Supermarkt kommen, mit einer Flasche Bier oder Wein an die Führerscheinstellen melden. Das steht übrigens nicht in den Bundesverordnungen und Rechtsvoraussetzungen, sondern das ist eine Interpretation der Bundesländer. Also die Bundesländer könnten das nach geltender Rechtssage tatsächlich auch sein lassen. Insofern sind manche dieser Probleme, die ich hier aufzeige, nicht unbedingt auf Bundesebene verortet. Zu dem Punkt Teilnahme am Straßenverkehr. Da geht es bei der Ungleichbehandlung vor allen Dingen um die Definition der Grenzwerte und der Frage, wann liegt denn eigentlich eine Drogenfahrt vor? Im Kern ist es so, dass wir bei Alkohol ja eine gewisse Berauschung akzeptieren. Mit knapp 0,5 Promille sind doch sehr viele Alkoholkonsumenten durchaus schon leicht angedirscht, sage ich jetzt mal so. Ja, mit einer gewissen Erhöhung der Unfallwahrscheinlichkeit leben wir auch bei allen möglichen anderen Umständen wie Müdigkeit und so weiter, eben auch bei Alkohol. Bei Cannabis ist es eigentlich eher umgekehrt. Da ist eine weit unter Null-Toleranz sozusagen mit dem 1 Nanogramm-Grenzwert angesetzt, der im internationalen Vergleich übrigens auch extrem repressiv ist. Also es gibt nur sehr wenige Länder, die so niedrigen Grenzwert haben. Fast alle, die überhaupt einen THC-Grenzwert haben, haben ein Vielfaches davon. Also unterm Strich heißt das, dass eben sehr viele nüchterne Cannabiskonsumenten, die Auto fahren, aber mit Restwerten von THC im Blut erwischt werden, eben eine Drogenfahrt unterstellt bekommen mit entsprechenden Konsequenzen, was bei Alkohol eben nicht der Fall ist. Hat natürlich auch mit dem unterschiedlichen Stoffwechsel zu tun, damit dass Alkohol linear abgebaut wird und relativ zuverlässig diese 0,1 Promille pro Stunde und dann ist halt weg, während Cannabis in Halbwertzeiten sich abbaut. Das muss man in dem Zusammenhang immer vor Augen haben, dass am Anfang die Kurve sehr schnell nach unten geht und damit eben auch die Rauschwirkung und hinten raus dann der Wert ganz lange im niedrigen Bereich verbleibt und auch sehr abhängig ist vom persönlichen Stoffwechsel. Es gibt Menschen, die unterschreiten diese 1 Nanogramm sehr schnell. Es gibt welche, die unterschreiten sie sehr langsam, aber alle sind im Prinzip auch oberhalb von 1 Nanogramm bis 5 Nanogramm, 10 Nanogramm nicht mehr beeinträchtigt. Dann, was sich dann anschließt, das eine ist ja die Frage, wie wird ein Drogenfahrt definiert und wie wird die geahndet, ganz konkret. Dann aber auch die Frage der verwaltungsrechtlichen Überprüfung der Fahrtauglichkeit ganz grundsätzlich. Die läuft ganz anders. Zunächst mal wird sie sofort bei Cannabiskonsumenten angestoßen. Der Führerschein wird zwar nicht mehr sofort entzogen nach der ersten Drogenfahrt, aber es wird immer eine MPU angeordnet. So gut wie immer jedenfalls. Und diese MPU zu bestehen, ist ziemlich schwierig. Das passiert bei Alkohol nicht. Bei Alkohol wird nach dem ersten Verstoß keine MPU angeordnet. Da haben wir eine gewisse Sanktionsspirale. Bei Cannabis geht sofort im Prinzip der Holzhammer fällt nieder auf die Leute. Bei der MPU selbst sehe ich auch eine Ungleichbehandlung, weil im Prinzip es nicht ausreicht, Problembewusstsein zu zeigen beim Trennen von Konsum und Teilnahme am Straßenverkehr. Es reicht nicht, wenn man sagt, ja, ich konsumiere gelegentlich, ist kein Problem, ich habe den Konsum im Griff. Hier habe ich allerdings tatsächlich mal zu nah an der Fahrt konsumiert. Ich sehe das ein, ist ein Problem, ich ändere das, ich werde nie wieder berauscht fahren. Das reicht nicht. Man muss ein Problembewusstsein gegenüber dem Cannabiskonsum an sich zeigen. Und
sagen, was für eine schwierige Phase das war oder so im Leben, ja, und dass man sich bessert und so weiter. Also hochmoralisch aufgeladene Frage in der medizinisch-psychologischen Untersuchung, die so bei Alkohol sicherlich nicht stattfindet und vermutlich auch ein bisschen an der persönlichen Einstellung des Gutachters jeweils unterschiedlich gehandhabt wird, so wie wir das von vielen Menschen da draußen hören. Sanktionsspirale habe ich angesprochen. Die dient der Verkehrserziehung normalerweise bei Alkoholkonsumenten. Habe ich eine Spirale von Sanktionen, die immer härter wird, bis hin zum endgültigen Entzug, dauerhaften Entzug der Fahrerlaubnis. Ich habe halt beim ersten Verstoß eben das Bußgeld oder die Geldstrafe, den temporären Entzug der Fahrerlaubnis 3 Monate, dann kriege ich den halt wieder und dann passiert erstmal nichts mehr und dann bis zum nächsten Verstoß. Bei Cannabis geht es sofort halt nach der ersten Sanktionsspirale los. Es ist fast unmöglich, die MPU, die sofort angeordnet wird, zu bestehen, ohne teure Vorbereitung jedenfalls, ohne dass man genau weiß, was man denen da erzählen muss, um durchzukommen. Wenn man einfach nur ehrlich ist, verlieren die meisten. Das heißt, die Sanktionsspirale greift nicht wirklich bei Cannabis im Sinne einer Verkehrserziehung, sondern da werden die Leute sofort ausgeknipst sozusagen. Das zum Thema, wo liegt die Ungleichbehandlung? Sie ist vielschichtig, sie ist real. Die Frage, wie häufig werden MPUs angeordnet, war auch mit dabei. Tatsächlich sagt ja eine Stellungnahme, das ist nicht per Gesetz so, dass die sofort passieren muss. Es ist durchaus möglich per Gesetz, dass man da nach dem zweiten oder nach mehrfachen Verstößen erst eine MPU beantragt, wie bei Alkohol. In der Praxis ist das aber nicht so. Die Bundesländer haben da einen Ermessensspielraum oder die Führerscheinbehörden. Und in aller Regel, sehr regelmäßig und überall ist das so, dass dieser erste Verstoß schon als fehlendes Trennungsvermögen, als Hinweis auf fehlendes Trennungsvermögen hergenommen wird, um daraufhin dann eine MPU zu beantragen. Ich habe extra wegen der Frage gestern noch mal mit einem befreundeten MPU-Berater gesprochen, der seit dem Urteil in Bayern das gesagt hat, nicht kein sofortiger Führerscheinentzug, erstmal MPU. 400 Menschen beraten hat in dem Zusammenhang, Cannabiskonsumenten, die irgendwo über ein Nanogramm erwischt worden sind. Und bei einem von den 400 war es der Fall, dass nicht sofort eine MPU angeordnet wurde. Es ist also fast 100-prozentige Sicherheit, dass man nach einem ersten Cannabisverstoß sofort eine teure MPU machen muss und sich teuer beraten lassen muss, um die überhaupt bestehen zu können. Die Frage, wie das tatsächlich abläuft, ist die MPU-Beratung nur ein Part. Ich möchte noch mal kurz schildern, wie denn so eine Verkehrskontrolle bei Cannabiskonsumenten abläuft. Die haben ja nicht, wie bei Alkohol, dass man da einen belastbaren Alkohol-Atem-Pustetest hat, der vom Eingriff her relativ überschaubar ist. Man pustet da und hat ein belastbares Ergebnis, sondern in der Regel werden Urinkontrollen gemacht, was halt eine extrem erniedrigende Prozedur ist für die Betroffenen. Die haben natürlich oft keine Toilette in der Nähe, die müssen sich dann in irgendeinen Busch verziehen oder so, ja, und da in einen Becher pinkeln. Oft ist die Polizei steht noch daneben und guckt, ob da irgendwie gefaked wird oder so. Also tatsächlich ein Massenverfahren an Polizei guckt Leuten beim Pinkeln zu. Allein das ist schon eine Sache, die sehr fragwürdig ist, zumal diese Schnelltests ja eben nicht rechtssicher sind und häufig falsche Ergebnisse mit sich bringen, deswegen sind sie ja nicht rechtssicher. Und dann beim positiven Ergebnis werden die Leute zur Blutprobe gebracht. Und erst danach begutachtet ein Arzt, ob die Leute Ausfallerscheinungen haben. Das finde ich auch von der Reihenfolge her wirklich perfide, weil die allermeisten Leute nach unserer Erfahrung dann eben bescheinigt bekommen, sie haben keine Ausfallerscheinungen. Die sind irgendwo zwischen 1 und 5 Nanogramm unterwegs, Restwerte vom Vorabend sind nüchtern und der Arzt bescheinigt ihnen keine Ausfallerscheinungen. Aber die Blutprobe wird vorher gemacht. Die Nadel wird den Leuten vorher in den Arm gestochen. Und danach sagt der Arzt, ja, der hat keine Ausfallerscheinungen. Und dann kommen die mit Werten mit 1,5 irgendwo Nanogramm bei der Führerscheinstelle an und müssen MPU machen, verlieren Führerschein. Dann kam die Frage, wie ist das mit den Problemen bei Cannabis als Medizin? Auch da ist es eigentlich von den Buchstaben des Gesetzes her so, dass das eigentlich geregelt ist. Cannabis ist eine ganz normale Medizin, wie andere Medizin auch, wie auch psychoaktive Medizin. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten von Opiaten und Beruhigungsmitteln und so weiter, die im Grunde geeignet sind, die Fahrtauglichkeit zu beeinträchtigen.
die aber bei einer gewissen Toleranzentwicklung, bei einer regelmäßigen Einnahme dazu führen, dass diese Beeinträchtigung nicht mehr vorhanden ist. Das ist auch bei Cannabis so. Da gibt es auch Tests, da werden Probanden getestet, die eben stabil eingestellt sind auf Cannabis, die haben keine Beeinträchtigung mehr und die dürfen auch mit einem erhöhten THC-Level fahren. Auch das nochmal als Hinweis für die Frage, wie gefährlich ist Cannabis im Straßenverkehr im Vergleich zu Alkohol. In der Praxis sieht es aber anders aus. Die Leute können nicht weiterfahren, wenn sie im Prinzip einfach nur vom Arzt das Schreiben vorzeigen, ich bin offizieller Patient und am besten noch einen Ausweis dabei haben, ich bin seit so und so lange eingestellt, mein Arzt bescheinigt mir, ich bin fahrtüchtig. Die Polizei reagiert völlig anders durch diese unterschiedliche, die haben noch diese Schranke im Kopf, legal, illegal, Cannabis ist irgendwie schlecht und böse und gehen da voll rein in die Geschichte. Während wenn ein älterer Schmerzpatient sagt, ja, ich nehme Opiat zu mir, ist aber eingestellt und so weiter, dann sind die Meldungen an die Führerscheinstellen sicherlich sehr viel seltener und überhaupt die bohrenden Nachfragen sehr viel seltener. Bei Cannabiskonsumenten hat die Polizei da oft noch die alte Schere im Kopf, macht die Meldungen an die Führerscheinstelle und so weiter. Das ist äußerst problematisch, nicht nur im Straßenverkehr übrigens, auch wenn Leute zu Fuß erwischt werden, auch in strafrechtlichen Fragen und so weiter. Also die werden einfach nach wie vor weiter behandelt wie Kriminelle und das zieht sich auch in vielen Fällen mit rein ins Führerscheinrecht. Welche Experten sollten für die Bestimmung von THC-Grenzwerten herangezogen werden? Da sollte man sicherlich viele verschiedene Expertisen zusammentragen. Einerseits, wie sieht es in der Praxis aus? Unfallforscher, Toxikologen, eben eine möglichst große Bandbreite aufmachen an dem Punkt. Und wenn ich mir hier anschaue, wo die Stellungnahmen herkommen, haben wir einen sehr großen Schwerpunkt bei Untersuchungsstellen, die MPU-Beratungen und MPU-Prüfungen durchführen. Also gestern waren drei von sechs Stellungnahmen auf der Seite des Bundestags von TÜV Nord, TÜV Süd und DEKRA, die Millionen Umsätze mit MPUs machen, die eben, wie gesagt, bei jedem Cannabiskonsumenten automatisch sofort angeordnet werden. Die verdienen richtig viel Geld damit. Womit ich nicht deren Expertise in Frage stellen will, ich würde auch die tatsächlich zu Rate ziehen. Das sind eben Leute, die sich auskennen vom Fach, aber man sollte das im Kopf haben und man sollte nicht 50% der kompletten Expertise sozusagen für die Erfindung eines Grenzwerts darauf stützen. Sollte einem bewusst sein, diese Leute haben ein finanzielles Interesse an MPUs. Ich glaube, damit habe ich alle Fragen beantwortet. Danke. Vielen Dank. Als nächstes Dr. Knoche, bitte. Sie sind dran. Ja, vielen Dank. Kurz vorweg, also ich habe zwei Fragen bekommen, die man so quasi in einem nacheinander abarbeiten kann. Einmal, ob es eine THC-Konzentration im Blut gibt, ab der eine Beeinträchtigung, die verkehrssicherheitsrelevant ist, bestimmen kann und ob es wissenschaftliche Befunde gibt, die einen THC-Grenzwert analog zur 0,5-Promille-Grenze definieren können. Davor vorweg muss ich sagen, ich war stellvertretende Leiterin des EU-Projekts DRUID, Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines, und da die Leiterin des Arbeitspakets, in dem eben genau diese Risikoberechnung zum Fahren unter Einfluss von psychoaktiven Substanzen gemacht wurden. So, zum Grenzwert. Der wissenschaftliche Konsens ist, dass wenn man das Risiko eines Substanzeinflusses auf die Fahrt berechnen will, dass man sich natürlich zunächst mal an Studien orientieren muss oder sollte, die möglichst nah die Realität abbilden. Das sind also Unfallstudien. Man kann zudem experimentelle Studien heranziehen, wenn man Beeinträchtigungen in Einzelleistungen, die fürs Fahren relevant ist, noch sensibler miterfassen will. So, jetzt zur ersten Frage, ob es eine Blutkonzentration gibt, bei der eben eine Beeinträchtigung verkehrssicherheitsrelevanter Funktion zu erwarten ist. Wenn man jetzt diesem wissenschaftlichen Konsens folgt, würde man eben zunächst sich mal die Unfallstudien anschauen. Und da ist es generell so, dass Cannabis im Vergleich zu anderen psychoaktiven Substanzen wie auch Alkohol generell eigentlich ein niedrigeres Unfallrisiko hat. Wir haben in DRUID gesehen, wir haben ungefähr 40.000
Fahrer per Zufallsprinzip aus dem Verkehr gezogen und das mit verunfallten, unverunfallten Getöteten in 10 verschiedenen EU-Ländern verglichen und haben halt da gesehen, dass unabhängig erstmal von der THC-Konzentration das Risiko, an einem Unfall beteiligt zu sein, dem entspricht, wie es bei unter 0,5 Promille ist. Wir haben zudem in RUID auch Verursacheranalysen durchgeführt. Hier wird eben genauer geguckt, ob nicht nur eine Beteiligung an einem Unfall maßgeblich ist, sondern eben ob derjenige, der eine Substanz, in diesem Fall zum Beispiel eine THC-Konzentration in sich hat, auch Schuld hat an diesen Unfällen. Hieraus kann man genauer oder konnte man genauer zeigen, ab welchen Konzentrationen das da losgeht. Wir müssen für die heutige Diskussion uns vielleicht auf einen Umrechnungsfaktor einigen. Diese ganzen Studien sind immer im Vollblut und wir in Deutschland verwenden ja Serum. Ich habe ja der Einfachheit halber das jetzt mal mit dem Faktor 2 verglichen. Also wir sehen aus diesen Unfallstudien, dass ungefähr ab 4 Nanogramm im Serum eine signifikante Erhöhung von dem Risiko, beteiligt zu sein, langsam anfängt. Und auch gibt es Verursacheranalysen, auch außerhalb von dem DRUID-Projekt natürlich, die ab diesem Wert ungefähr belegen, dass hier eine Erhöhung des Risikos anfängt. Genauer, feiner betrachten kann man jetzt in experimentellen Studien, wo schon Teilleistungen eben fürs Fahren beeinträchtigt werden. Und da kann man erstmal sagen, dass generell unter 2 Nanogramm pro Milliliter Serum es keine Beeinträchtigungen, keine Ausfälle gibt. Die beginnen erst im Bereich von 2,5 Nanogramm pro Milliliter THC im Serum. Da ist, wie Ihnen ja wahrscheinlich allen bekannt ist, vor allem die berühmte Maastricht-Studie, eine der Vorreiterstudien aus Holland, die auch mit in deren Grenzwertberechnung zum THC-Grenzwert maßgeblich beigetragen hat. Also würde man sagen, so vielleicht, also wenn man ganz streng schätzt, dass so bei 2 Nanogramm THC im Serum schon eine Teilleistung ist, weil da die Feinmotorik eben losgeht. So, weiterhin jetzt zu der Frage, ob es Befunde gibt oder welcher THC-Grenzwert analog zum 0,5 Promille-Grenzwert kann denn definiert werden. In dem Antrag ist von diesen 10 Nanogramm die Rede. Das ist ziemlich hoch. Das liegt aber daran, denke ich mal, das sind ja die Studienergebnisse hauptsächlich von der Drama-Studie. Das ist ja die erste Studie, die gemacht wurde, die eine Verursacheranalyse ist, um zu zeigen, ob THC auch ursächlich für eine Verunfallung verantwortlich ist. Hier waren aber relativ wenig THC-Fälle, sodass man da noch eine unkonkrete Schätzung macht. Also der Grotenherm hat 2007 in seiner Veröffentlichung hier ja ein Modell entwickelt, was so ein bisschen, wo er schon sagt, es gibt eben noch nicht viele epidemiologische Studien. Daher würde ich sagen, dass diese 10 Nanogramm als analog für eine 5 Nanogramm THC-Grenze ein bisschen zu hoch gegriffen ist. Wir müssen uns die neueren Studien angucken. Was ich oder auch die BAST als eigentlich einen ganz guten Ansatz finde, wir haben in DRUID eine Meta-Analyse gemacht. Das heißt, wir haben alle Literatur, die es gibt, zu Alkohol und zu Cannabis gesichtet. Da natürlich nur die Studien, die auch irgendwas mit verkehrssicherheitsrelevanten Funktionen zu tun haben. Und haben dann eben in Bezug gesetzt, wie viele Funktionen sind bei 0,5 Promille Alkohol beeinträchtigt und haben dann in der Cannabis-Funktionskurve geschaut, aha, bei der gleichen Beeinträchtigung wie unter Alkohol, wo haben wir da den THC-Konzentrationsgrenzwert? Dieser Grenzwert lag da bei 3,8 Nanogramm THC pro Milliliter Blut, wenn man 800, das waren ungefähr 888 Tests, die da dazu beigetragen haben,
bei denen Cannabis geraucht wurde. Und was sehr schön ist in der Studie, wir haben das auch verglichen, was ist, wenn THC oral eingenommen wird, da kann man auf einen Wert von 3,7 Nanogramm Milliliter THC im Serum analog zur 0,5 Promille Grenze. Wenn man jetzt da noch einen Messfehler aufschlägt, wären wir ungefähr bei 5 Nanogramm. Ein wichtiges Ding zu dieser Grenzwertdiskussion um Cannabis möchte ich auch noch hinzufügen. Aus diesen Studien, was kriegt man da eigentlich für Ergebnisse? Man leitet ja eigentlich ab welcher Substanzkonzentration im Durchschnitt eine Beeinträchtigung stattfindet oder zum Beispiel sich das Unfallrisiko erhöht. Ne, so weiß man ja zum Beispiel bei 0,5 Promille Blutalkohol, dass das Unfallrisiko doppelt so hoch ist im Vergleich zu nüchtern. In der Diskussion um THC-Grenzwert wird jetzt aber oftmals angeführt, dass man in den Blutproben rechtsmedizinischer Untersuchungen eben auch THC-Werte mit niedrigeren Konzentrationen findet, als in diesen Studien jetzt als Risikowert angegeben wird. Das ist richtig. Man muss natürlich hierzu auch sagen, dass man nicht weiß, ob in allen Fällen von diesen niedrigen Konzentrationen das THC auch verantwortlich dafür diese Ausfallerscheinung ist. So. Woran man sich bei einer Grenzwertfestlegung orientieren will, ist also zunächst nicht eine wissenschaftliche, sondern eine politische Entscheidung. Ne? Ob man sich an den Durchschnittswert orientieren will, der in Studien herauskommt, oder eben vielleicht Einzelfällen aus der Rechtsmedizin. Einfach als Beispiel, die Niederlande haben eine Festlegung ihres THC-Grenzwerts, wie auch beim Alkohol, auf die durchschnittliche Risikowert bezogen. Das heißt also, auf Studien gestützt sind sie, haben sie analog zum 0,5 Promille Alkoholwert den Grenzwert für Cannabis auf 5 Nanogramm pro Milliliter Serum definiert, was auch ungefähr ein Wert ist, der eben in diesen WHO-Studien herausgekommen ist. Ja, vielen Dank. Dann machen wir weiter mit Professor Dr. Müller. Bitte, Sie haben das Wort. Herzlichen Dank. Mir wurden zwei Fragen gestellt. Die erste Frage bezieht sich, ich ziehe die erste Frage vor, auf das Gesamtsystem. Dann kann man das besser einordnen danach. Und die zweite Frage wurde gestellt in Richtung einer möglichen Prognose, ob ein Anstieg von Verkehrsunfällen unter dem Einfluss von Cannabis zu erwarten wäre. Ich möchte also zunächst beginnen mit dem Überblick über das Rechtssystem. Wir können uns das so vorstellen, dass es drei Schutzschirme gibt im deutschen Rechtssystem, um Verkehrsteilnehmer und Personen, die sich im Verkehrsraum befinden, zu schützen, Leib und Leben zu schützen. Der erste Schutzschirm ist der sensibelste Schutzschirm, das ist die Gefahrenabwehr. Der Gefahrenabwehrbereich umfasst als gesetzliche Grundlagen das Straßenverkehrsgesetz, dann die Fahrerlaubnisverordnung und die Begutachtungsleitlinien zur Kraftvereignung, die regelmäßig von der BAST fortgeschrieben werden. Die handelnden Behörden in diesem Bereich sind in erster Linie die Fahrerlaubnisbehörde, zusätzlich die Polizei, die Gutachter, dann auch die Strafjustiz. Ich möchte bei dieser Gelegenheit gleich mit einer Falschinformation aufräumen. Die Mitteilungen der Polizei an die Fahrerlaubnisbehörde sind gesetzlich geregelt im § 2 Absatz 12 StVG. Und die Mitteilungen der Strafjustiz an die Fahrerlaubnisbehörde sind ebenfalls gesetzlich geregelt in den § 13 und 17 des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz. Daneben gibt es noch eine weitere Meldepflicht von amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfern. Das ist in der Fahrerlaubnisverordnung geregelt. Das System ist nicht repressiv und das ist insoweit eine Unterstellung gewesen. Das System ist ein Gefahrenabwehrsystem. Ich möchte bei dieser Gelegenheit auch gleich die Grenzwertproblematik einordnen. Die Grenzwerte, die wir haben im deutschen Recht,
sind nicht gesetzt worden vom Gesetzgeber, auch nicht vom Verordnungsgeber. Sie sind vereinbart worden und sind in einer Verwaltungsvorschrift festgelegt, nämlich im bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog als dessen Anlage zum § 24a StVG. Es wäre wünschenswert, wenn das mal in die Anlage zum StVG aufgenommen würde. Es ist also nur in einer Verwaltungsvorschrift, also sehr niederrangig. Der zweite Schutzschirm, meine Damen und Herren, ist der Schutzschirm des Ordnungswidrigkeitenrechts. Hier ist einzuordnen der § 24a Absatz 2 StVG. Und in diesem Zusammenhang darf ich auch die beteiligten Gesetze und Behörden nennen. Das Gesetz ist das Ordnungswidrigkeitengesetz, das Straßenverkehrsgesetz. Die Bußgeldkatalogverordnung spielt eine Rolle und die StVO spielt auch eine Rolle, weil in der StVO geregelt ist die Anhaltekontrolle zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit. Im § 36 StVO ist das geregelt. Wir haben als beteiligte Behörden die Bußgeldbehörde, die Polizei, die Justiz, also Bußgeldgerichte und die Staatsanwaltschaft. Als dritten Schutzschirm haben wir das Strafrecht. Im Strafrecht sind geregelt die Trunkenheitsfahrt, das § 316 StGB, die konkrete Gefährdung des Straßenverkehrs im § 315c Absatz 1 Nummer 1a StGB und beteiligt sind die Staatsanwaltschaft, die Polizei als Ermittlungsbeamte der Staatsanwaltschaft und wiederum die Gerichte. Aus allen drei genannten Bereichen werden Pflichtmitteilungen generiert. Es ist tatsächlich so, es handelt sich um Pflichtmitteilungen. Wenn ein solcher Sachverhalt polizeilich bekannt wird, der Staatsanwaltschaft bekannt wird, einem Strafgericht bekannt wird, dann gibt es eine Mitteilungspflicht, auch hinsichtlich des Besitzes von Cannabis. Es ist einfach so geregelt und die beteiligten Behörden und Personen müssen sich an die geltenden Regeln halten und deswegen muss so etwas auch gemeldet werden. Wie es dann verarbeitet wird, das wurde richtig dargestellt, das liegt im pflichtgemäßen Ermessen der Fahrerlaubnisbehörde. Eine politische Komponente gibt es selbstverständlich auch in allen drei genannten Bereichen. Das wurde auch schon erwähnt, nämlich drei Ministerkonferenzen beraten regelmäßig zu diesen Themen. Das ist die Innenministerkonferenz, die Justizministerkonferenz und die Verkehrsministerkonferenz. Deren Beschlüsse werden durch Arbeitskreise vorbereitet. Im Bereich der IMK ist das die Arbeitsgemeinschaft Verkehrspolizeiliche Aufgaben der Polizei, die Informationen sammelt. Teilweise auch über die Deutsche Hochschule der Polizei, die alle zwei Jahre intern zum Drogen im Straßenverkehr-Thema die Unfalllage und überhaupt das Lagebild ermittelt. Das ist eine Ermittlung, die ist nur für den Dienst gebraucht, die wird nicht veröffentlicht, sondern nur intern genutzt, um die polizeiliche Strategie zu ermitteln und dann auch umzusetzen. Dann darf ich Ihnen sagen, dass eine MPU nicht beantragt wird. Das ist ein Irrtum. Eine MPU wird angeordnet von der Fahrerlaubnisbehörde, wenn ein Gefahrenverdacht besteht und dieser Gefahrenverdacht ermittelt werden soll. Das System ist, wie gesagt, nicht repressiv. Dann darf ich mit einem weiteren Vorurteil aufräumen. MPU bei einer BTM-Fragestellung sind im Jahr 2019 58,6% positiv beurteilt werden. Das heißt, die Leute haben ihre Fahrerlaubnis zu behalten, beziehungsweise wurde die nicht entzogen. Dann die Verkehrsüberwachung wurde auch etwas schräg dargestellt, denn der Urintest ist keineswegs der vorherrschende Test in Deutschland. In sehr vielen Bundesländern wird der Speicheltest genutzt. Natürlich sind das alles freiwillige Tests und darüber muss ein Polizeibeamter auch regelmäßig belehren. Die Schnelltests sind, das ist in der DOIT-Studie, die schon angesprochen wurde, ebenfalls getestet zu mehr als 90% sicher in ihrem Ergebnis. Und deswegen ist das auch nur eine Vermutung, dass die immer unsicher sind. Im Übrigen wird so ein Schnelltest freiwillig angewandt. Der wird angeboten und der kann auch abgelehnt werden. Zum Medizinalcannabis, das ist tatsächlich ein Problem, das gelöst werden müsste. Der Polizeibeamte auf der Straße kann nicht vor Ort feststellen, ob das ärztliche Rezept, was mitgeführt wird,
reell ist. Es gibt keinen Pass, keinen amtlichen Pass für Cannabis-Patienten. Da sollte man sich darauf einigen, dass so etwas existiert, damit so etwas auch überprüft werden kann und damit auch nicht unnütz Blutentnahmen angeordnet werden müssen. Nun möchte ich kommen zu der zweiten Fragestellung, zu der Fragestellung, wie würde sich höchstwahrscheinlich die Unfalllage entwickeln. Das ist eine Prognose, die sehr, sehr schwierig ist. Eine Prognose kann man nur aufgrund valider Daten ermitteln. Ich habe Ihnen vorgestellt in meiner Stellungnahme, die ich jetzt nicht ein zweites Mal referieren möchte, dass der Anstieg bei den anderen berauschenden Mitteln eklatant ist. Dahinter verbergen sich alle anderen berauschenden Mittel. Das ist nicht nur Cannabis. In erster Linie dürfte es allerdings Cannabis sein, weil das das am meisten genutzte illegale Rauschmittel in Deutschland nun einmal ist. Es gibt erste Informationen aus einigen Staaten der USA. Dort wurde Cannabis in vielen Staaten freigegeben. Und es ist halt so, dass dann die Verkehrsunfälle unter dem Einfluss von Cannabis angestiegen sind. Das ist von der AAA Foundation ermittelt worden in einigen Untersuchungen, jeweils auf die einzelnen Staaten bezogen. Und wenn Fahrten unter dem Einfluss von Cannabis ansteigen, dann steigen auch die Verkehrsunfälle unter dem Einfluss von Cannabis an. Das ist eine logische Verbindung. Aber ich möchte für Deutschland keine Prognose treffen über die Entstehung der Unfalllage. Das wäre auch nicht in Ordnung. Allerdings würde, wenn die Grenzwerte hochgesetzt werden, das folgende Denkspiel bei den Cannabiskonsumenten eintreten. Die Cannabiskonsumenten würden berechnen, wann habe ich meinen letzten Joint geraucht, wann könnte wohl diese THC, das THC abgebaut sein. Und manche werden sich dabei einfach verschätzen. Nun ist THC auch nicht gleich THC, das können allerdings Mediziner und Verkehrspsychologen wesentlich besser beantworten als ich. Ich kann Ihnen nur einen Überblick darüber geben, wie das Rechtssystem ist, wie es funktioniert, wie die einzelnen Mechanismen sind und wie das Rechtssystem eventuell reagieren würde, wenn es zu Veränderungen kommen würde. Also wenn die Grenzwerte angehoben würden, würde ich prognostizieren, das kann man mit Sicherheit sagen, würde die Anzahl der Ordnungswidrigkeiten runtergehen, ganz logisch, weil der Grenzwert höher ist und dann diejenigen, die einen geringeren THC-Wert im Blut haben, dann eben nicht mehr unter die Ordnungswidrigkeit fallen würden. Was sich nicht verändern würde, wäre das Fahren in fahruntüchtigem Zustand. Das sollte vielleicht auch einmal nochmal deutlich herausgestellt werden. Die Fahruntüchtigkeit ist eine aktuelle Situation. Entschuldigung, Sie denken an die Zeit? Ja, ich bin sofort fertig. Ich möchte nur noch diesen Satz beenden, bitte. Die Fahruntüchtigkeit ist etwas Aktuelles. Die Fahreignung ist etwas, was dauerhaft vorhanden ist. Und das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Die Fahruntüchtigkeit kann man als Fahrer kaum aktuell richtig einschätzen, objektiv einschätzen. Die Fahrungeeignetheit schon gar nicht. Dafür gibt es Spezialisten, Verkehrspsychologen und Verkehrsmediziner. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke sehr. Als nächstes Frau Dr. Zunft, bitte, Sie haben das Wort. Ja, ich habe zwei Fragen bekommen. Aufgrund meiner Darstellung würde ich gerne die zweite Frage im Rahmen der erste Frage im Rahmen der zweiten Frage beantworten. Das heißt, meine zweite Frage war die Vergleichbarkeit der Wirkung von Alkohol- und Cannabiskonsum. Und in der ersten Frage ging es darum, wie sich die Nachweisgrenze von 3 Nanogramm auf die Nachweiszeit auswirken würde. Das würde ich in die Darstellung eingliedern. Wenn wir eine Vergleichbarkeit von Cannabis und Alkohol haben wollen, dann müssen wir uns die Substanzen ansehen. Beide Substanzen sind berauschend und diese berauschende Wirkung ist sicherlich das Hauptkonsummotiv für die meisten Menschen, die Alkohol oder Cannabis konsumieren. Es gibt aber ganz, ganz wesentliche Unterschiede und diese Unterschiede sind in der Gesamtbetrachtung nicht zu vernachlässigen. Der erste Unterschied ist, dass der Cannabiskonsumierende den THC-Gehalt in der Regel nicht kennt. Das heißt, wenn er Cannabis erwirbt, weiß er nicht, wie stark der THC-Gehalt ist.
Selbst wenn er das weiß, ist die aufgenommene Menge von Cannabis ganz wesentlich davon abhängig, wie Konsumart und Konsumerfahrung ist. Das heißt, man kann mit dem gleichen THC-Gehalt wesentlich höhere Konzentrationen erreichen, abhängig von der Konsumerfahrung. Es wird noch komplizierter, was am Cannabis-Stoffwechsel sicherlich hängt. Das ist, dass der THC-Gehalt und die Konsumform alleine noch nicht die Konsumkonzentration bestimmt. Die Studien zeigen, dass selbst bei definierter Konsum. Das Ganze hängt zusammen mit einer extrem komplizierten Verteilung im Körper und einem komplizierten Abbau. Das haben wir bei dem ersten Sachverständigen schon gehört. Der Abbau geht eben nicht linear, sondern am Anfang sehr, sehr schnell und verzögert sich dann sehr langsam. Was man in den Studien, die vorliegen, gesehen hat, ist, dass wir keine eindeutige Zuordnung der Blutkonzentration zu den Wirkungen wie auch zu den Defiziten haben. Die Blutkonzentration sinkt eben einfach schon langsam ab und die Wirkung bleibt noch. Wenn wir uns die Konzentrationskurven ansehen, dann ist schon nach der ersten Stunde eben der Peak weit überschritten, die Konzentration stark abgefallen, die berauschende Wirkung hält aber länger an und ebenso sind auch Defizite länger nachweisbar. Es gibt eine neuere Studie, die gezeigt hat, dass noch nach 6 Stunden nach Konsum die Anzahl der Fahrfeder wieder einen Anstieg zeigt und eben das auch wieder unabhängig vom THC-Wert, der teilweise schon ein Nanogramm sogar unterschritten hatte. Bei gelegentlichen Cannabiskonsumenten haben wir verkehrssicherheitsrelevante Defizite. Ich denke, da sind auch alle einig. Der THC-Wert unter 1 Nanogramm wird bei gelegentlich Konsumierenden im Allgemeinen teils nach 6, mindestens nach 12 Stunden unterschritten, in allen Fällen nach 24 Stunden. Hier jetzt zu der ersten Frage, wann wäre dieser Wert unterschritten nach bei einer Grenzsetzung von 3 Nanogramm? Das ist eine sehr schwierige Frage. Sie sehen an dieser ungeheuren Spanne von 6 bis 12 Stunden schon, dass eine genaue Zuordnung da gar nicht gemacht werden kann. Und man kann letztendlich nur sagen, es wäre kürzer, aber es wäre weiterhin eine breite Spanne. Was bedeutet das für den gelegentlichen Konsumenten? Der gelegentliche Konsument muss eine Karenzzeit einhalten, bis er wieder am Straßenverkehr teilnimmt, genauso wie der gelegentliche Alkoholkonsument. Es geht hier in keiner Weise um irgendeine moralische Betrachtung. Wer gelegentlich Cannabis konsumiert, der kann abwarten und dann kann er wieder fahren. Und da gibt es auch keine moralischen Bedenken. Wie sieht es bei regelmäßigem Konsum aus? Bei regelmäßigem Konsum wissen wir, dass dieser 1-Nanogramm-Wert auch nach 24 Stunden tatsächlich noch nachweisbar sein kann. Dazu muss man aber das Wort regelmäßig ansehen. Was heißt regelmäßig? Und dieses Wort regelmäßig hat eben nichts zu tun mit unserer Wortwahl, wie wir das Wort sonst täglich benutzen. In den Begutachtungsleitlinien ausformuliert ist, dass mit diesem Wort regelmäßig ein mindestens fast täglicher Konsum gemeint ist. Das heißt, wir haben hier ein Konsummuster, was eben schon an sich problematisch wird. Die lange Nachweisbarkeit bei regelmäßig Konsumierenden ist aber nicht nur von der Konsumhäufigkeit abhängig. Es gibt auch regelmäßig Konsumierende, die eben nach 24 Stunden schon kein nachweisbares THC mehr haben, sodass man annehmen muss, dass weitere Faktoren darauf einwirken und da wird die Konsumintensität eine Rolle spielen. Bei den Betroffenen, die regelmäßig konsumieren, sind die Abstinenzphasen kürzer und seltener. Und zudem ist mit einer Toleranzentwicklung zu rechnen, die eine realistische Einschätzung der subjektiven Gefährdung erschwert. Deshalb sind die Betroffenen grundsätzlich nach der Anlage 4 der Fahrerlaubnisverordnung Ziffer 9.2.1 als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen anzusehen. Wenn wir das Ganze zusammenfassen, Alkohol und Drogen sind als Substanzen eben schwerlich gleichzusetzen und von daher ist eine Gleichstellung an dieser Stelle schwierig. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Dr. Zunft. Es gab an einer Stelle eine technische Unterbrechung. Da haben wir Sie nicht gehört. Ich glaube, das war die, jetzt müssen wir rausfinden, was. Das war, glaube ich, die Frage von Dr. Spaniel. Vielleicht können Sie das noch mal kurz wiederholen, dass da was verloren geht. Ja, das ist der Wahnsinn. Ja, also Dr. Spaniel sagt einfach vielleicht kurz die Frage, damit klar wird, wo was fehlte. Ja, Frau Zunft, Sie waren gerade in der Aufzählung der Unterschiede. Und was ich noch mitgeschrieben habe, ist, THC im Blut ist konsumabhängig. Und dann gab es die Tonunterbrechung. Wenn Sie das vielleicht kurz noch mal sagen könnten. Okay, gut. Also ich hatte die Unterschiede aufgeführt und es ging dann darum, wie die Abbauzeit vom Cannabiskonsum bei gelegentlichen Konsumenten ist. Bei den gelegentlichen Konsumenten ist eben im Normalfall nach 6 bis 12 Stunden kein THC mehr nachweisbar. In Studien hat sich gezeigt, dass bei gelegentlichen Konsumenten nach 24 Stunden sicher kein Nachweis mehr geführt werden kann. Und die Frage war an der Stelle ja gewesen, wie sich eine Grenzwertanhebung auf 3 Nanogramm auf diese Abbauzeit auswirken würde. Und diese lange Spanne zwischen 6 bis 12 bis höchstens 24 Stunden zeigt schon, dass eine genaue Zuordnung eben nicht möglich ist, sondern dass eine Zuordnung vom Muster und von der Häufigkeit abhängt, von der Intensität des Konsums und auch von individuellen Gegebenheiten, so dass man eine konkrete Einordnung nicht machen kann. Sicherlich kann, dass nach 3 Nanogramm die Abbauzeit kürzer wäre mit einer ebenso erheblichen Spanne. Super, ich glaube, der Punkt ist klar geworden. Vielen Dank. Dann machen wir weiter mit Dr. Wagner, bitte. Sie haben das Wort. Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich würde meine Ausführungen anschließen an Gesichtspunkte, die Frau Dr. Zunft eben vorgetragen hat oder auch Professor Müller. Ich habe 2 Fragen bekommen. Nummer 1, sind die derzeitigen Grenzwerte für Cannabis und Alkohol vergleichbar? Nummer 2, bildet die Höhe des THC-Grenzwertes, den wir momentan haben, einen aussagekräftigen Risikoindikator dar oder könnte man diesen Indikator durchaus auch anheben? Zu der Vergleichbarkeit der Grenzwerte ist ja schon ein bisschen was gesagt worden. Ich würde nur noch mal verdeutlichen wollen, dass also vor dem Hintergrund dieses Gefahrenabwehrrechts basierend auf Artikel 2 Grundgesetz immer zu schauen ist, dass ich also den Schutzschirm, den Professor Müller schon dargestellt hat, auf möglichst viele Menschen auch sozusagen überstülpen kann. Und das kann natürlich dazu führen, dass ich unterschiedliche Grenzen ins Auge fassen sollte. Numerisch heißt das für THC, bei 1 Nanogramm pro Milliliter THC haben wir einen Ordnungswidrigkeitstatbestand, der zu Bußgeldpunkten und Fahrverbot führt. Und in Umsetzung eines Bundesverwaltungsgerichtsurteils vom 19.04.2019 dazu führt, dass eine Fahreignungsbegutachtung zur Abklärung eines vorhandenen oder nicht vorhandenen Trennvermögens als notwendig erachtet wird. Das heißt, der THC-Grenzwert von 1 Nanogramm ist sowohl Bußgeldtatbestand als auch Risikoindikator Eignungszweifel erheben zu dürfen und abzuklären. Im Unterschied zur früheren Rechtsprechung verlieren die Betroffenen bei diesem Grenzwert nicht automatisch die Fahreignung, sondern sie lösen Eignungszweifel aus, die zu überprüfen sind und die im Ergebnis zunächst einmal auch ein positives Gutachten ermöglichen können. Zu Alkohol. Hier haben wir in Anbetracht jahrzehntelanger guter forensischer Forschung und belastbaren Unfalldaten den Grenzwert für die relative Fahrunsicherheit bei 0,3 Promille zu liegen. Ab 0,5 Promille haben wir mit einem Ordnungswidrigkeitstatbestand zu tun, mit Fahrverbotpunkten und Bußgeld. Und ab 1,1 ist der Betroffene absolut fahruntüchtig nach BGH-Entscheidung 1990. Und hat demnach mit einer mindestens 6-monatigen Fahrerlaubnissperre zu rechnen.
Der Hintergrund dieser unterschiedlichen Bewertungsgrundsätze erschließt sich auch an der Natur der beiden Substanzen Cannabis und Alkohol, die, wie Frau Dr. Zund schon ausgeführt hat, von der Art der Verstoffwechslung, von der Kontrollierbarkeit, von Verteilungsphasen, Elimination und so weiter sich stark unterscheiden. Was dazu kommt, ist, dass wir im Bereich Cannabis von 1995 bis 2015 einen Anstieg der Konsumprävalenzen beobachten, um 33% in der Gesamtkohorte und um 130% bei den weiblichen Usern. Wir beobachten weiterhin seit 2006 bis 2015 einen Anstieg der Wirkungsdosis. Das heißt, für Marihuana gehen einschlägige Analysen von 7-11% Wirkungsgehalt aus und für Haschisch bis zu 19%. Das heißt, die Konsumdosen werden intensiver, werden dadurch noch schwerer prognostizierbar für die Betroffenen und haben deswegen auch Auswirkungen auf den Userkreis, der größer geworden ist, als auch auf die Einschätzung, bin ich unter einem Nanogramm oder nicht. Dann haben wir auch Gemeinsamkeiten mit Alkohol zu berücksichtigen, die in den letzten Jahren erst in Studien zutage gefördert wurden. Wir wissen also unter anderem, dass das Ausmaß des Cannabiskonsums im Zusammenhang steht mit dem Fahren unter Substanzeinfluss, mit selbstberichteten riskanten Fahrverhalten. Und da haben wir sozusagen ein ähnliches Muster wie bei Alkohol, wonach eben die seltenen Alkoholkonsumenten nur schwerlich in Gefahr geraten, mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten. Wenn man sich jetzt mal anguckt, wie es denn mit Persönlichkeitsfaktoren im Zusammenhang mit Tätern und Nichttätern ausschaut, haben wir auch aus einigen neueren Studien Überschneidungen mit Alkohol. Hier zeigen sich Konstrukte wie Impulsivität, Risikobereitschaft und Sensation Seeking als aussagekräftig, die wir auch bei Alkoholtätern im Vergleich zu Nichttätern im Ergebnis internationalen Literaturstudien gehäuft beobachten. Dieses Wirkungsgefüge dürfte sich auch auf die Dunkelfelddaten niederschlagen, über die haben wir bisher noch gar nicht geredet, nämlich die unentdeckten Fahrten unter dem Einfluss von Cannabis. Und hier gibt es einige wenige Studien, die aber durchaus belegen, dass Partygänger einräumen im Selbstbericht bis zu 50% innerhalb der akuten und subakuten Wirkungsphase im Auto zu sitzen, also innerhalb der ersten 6 Stunden nach dem Konsum. Das sind Befragungsdaten, die nach unseren Erfahrungen eher eine Untertreibung als eine Übertreibung dieser Phänomenologie darstellen, weil sich Personen eher versuchen, sozial erwünscht zu erweisen. Insofern haben wir natürlich Probleme mit der Gleichstellung von Alkohol und Cannabis, auch vor dem Hintergrund, dass zwar Cannabis toxisch weniger Ausfallerscheinungen in Anführungszeichen zu produzieren scheint, aber die Komorbidität zwischen Cannabis und anderen psychischen Symptomatiken, Erkrankungen und Auffälligkeiten einen deutlichen Unterschied zu Alkohol darstellt. Wir wissen aus einschlägigen Ergebnissen der Digisucht oder von anderen Fachgesellschaften, dass etwa 9% aller Cannabiskonsumenten eine Abhängigkeit entwickeln und diese Abhängigkeit hat noch eine höhere Auftretenswahrscheinlichkeit, wenn der Konsum in der Adoleszenz beginnt und liegt bei etwa 50%, wenn täglich konsumiert wird. Das heißt, bei der Risikobeurteilung des Grenzwertes sollten wir nicht vernachlässigen, welche, ich sag mal, Kollateralschäden der Konsum zusätzlich noch provoziert und sollten das bei der Wahl des Grenzwertes auch berücksichtigen. Komme ich zur zweiten Frage. Ist denn die Höhe des Grenzwertes aussagekräftig für das Risiko oder könnte man den gegebenenfalls auch anheben? In der Diskussion, meine Damen und Herren, ist seit 2015 eine Anhebung von 1 auf 3 Nanogramm pro THC und
Diese Diskussion wurde über den Verkehrsgerichtstag 2018 geführt und stets auch in der Grenzwertkommission ventiliert, was dazu geführt hat, dass wir uns mit eigenen Daten dieser Frage mal genähert haben. Ich hatte also das freudige Erlebnis, mit einem Kollegen vom TÜV Thüringen Fahreignungsgutachten auszuwerten, 159 Stück. Die haben wir aus einer Gelegenheitsstichprobe ziehen können, die für eine andere Fragestellung verfügbar war. Und wir haben uns dann einfach mal angeguckt, die Gutachtenergebnisse, positiv, negativ, in Abhängigkeit vom vorher gemessenen Konzentrationswert. Und haben zwei Gruppen gebildet, bis 3 Nanogramm THC als die vermeintlich risikoärmere Gruppe und haben uns eine Gruppe angeguckt ab 3 Nanogramm THC als die vermeintlich riskantere Konsumgruppe und haben eben geschaut, inwieweit diese Gruppen sich in Bezug auf das Untersuchungsergebnis, also die Begutachtung, das Ergebnis der Begutachtung im Sinne von positive Prognose oder negative Prognose unterscheiden und was an weiteren erklärungsstarken Variablen dahinter steckt. Wir haben gefunden, meine Damen und Herren, dass in beiden Gruppen, sowohl unter als auch über 3 Nanogramm THC, die Negativquote der Gutachten stabil bei rund 40% liegt. Das heißt, wir haben eine homogene Stichprobe, was das Gutachtenergebnis betrifft. Und diese homogene Stichprobe lässt sich weiter erhärten, wenn man guckt, welche Drogenproblematik steckt denn in beiden Gruppen dahinter. Und da finden wir in beiden Gruppen vorherrschend die sogenannte Hypothese D3. Das ist der regelmäßige Drogenkonsument. Und wir finden als nächstes die Gruppe D2. Das sind also Personen mit einer fortgeschrittenen Drogenproblematik. Wir finden vergleichbare Konsummotive, die auf gruppenabhängiges, stimulierungsbezogenes und belastungsbezogenes Konsumieren. Sie denken an die Zeit. Und wir finden keine Unterschiede, meine Damen und Herren, bezüglich Alter, Konsumdauer vom Erstkonsum bis zum Letztkonsum. Wir finden keine Unterschiede in Bezug auf zusätzliche Delinquenz. Wir finden keine Unterschiede in Bezug auf Unfallbeteiligung versus Nichtunfallbeteiligung am Delikttag. Und meinen damit weiter erhärten zu können, dass es sich hier bei dem Messwert nicht um einen Risikoindex, der sozusagen eine unterschiedliche Risikokategorie. Dr. Wagner, Sie denken an die Zeit? Ja, noch zwei Sätze, dann bin ich fertig. Sondern um eine Gruppe, die sozusagen aus der gleichen Grundgesamtheit sich speist und es reiner Zufall ist, ob der Betroffene 1,9 oder 3,1 Nanogramm THC beinhaltet. Die Gruppe unter 3 haben wir dann weiter noch ein bisschen genauer beleuchtet. Nur noch ein Datum, dann wäre ich auch fertig. Diese Gruppe unter 3 Nanogramm zeichnet sich durch eine von uns berechnete mehr als 7-jährige Drogenerfahrungsphase aus. Und auf diese Aufklärungsmöglichkeiten würden wir verzichten, wenn wir selbst den Wert von 1 auf 3 Nanogramm hochnehmen würden. Wir würden es also riskieren, dass Vielen Dank. Ungeprüft am Straßenverkehr weiter teilnehmen dürfen. Vielen Merci. Dank und für die Überziehung. Danke sehr. Dr. Werse, bitte. Sie sind der Letzte in dieser Runde. Bitte, Sie haben das Wort. Ja, ich denke, ich werde mich halbwegs kurz fassen können, zumal die beiden Fragen, die mir gestellt wurden, auch schon Georg Wurth einigermaßen ausführlich beantwortet hat. Die erste Frage lautete, welche Schwierigkeiten ergeben sich bei Menschen, die Cannabis medizinisch nutzen? Da hat Herr Wurth schon einige wichtige Aspekte angesprochen, dass es eben tatsächlich die Praxis da teilweise ganz anders aussieht, als das eigentlich auch vom Bundestag schon mal so bestätigt wurde, kurz nachdem die medizinische Nutzung von Cannabis legalisiert wurde, oder zumindest in gewissem Rahmen. In diesem Zusammenhang hat vorhin Herr Professor Müller eine Sache angesprochen, die ich tatsächlich unterstützenswert finde, nämlich dass es eine einheitliche Bescheinigung geben könnte für Leute, die gut eingestellt sind auf medizinisches Cannabis und damit dann quasi so eine Art
naja, ich will nicht sagen Freifahrtschein haben, aber zumindest eben nicht diese Probleme mit der Polizei bekommen, die jetzt immer noch auftreten, obwohl es ja eine legale medizinische Cannabisnutzung gibt. Aber in diesem Zusammenhang möchte ich auch noch mal kurz einen weiteren Aspekt ansprechen, nämlich gibt zwar diese legale Möglichkeit, Cannabis medizinisch zu nutzen. Wir haben jetzt gerade kürzlich eine Studie veröffentlicht, eine Dunkelfeldanalyse, wo wir Stichproben von Leuten befragt haben, die illegal sich immer noch mit Cannabis versorgen, aber zum allergrößten Teil eine ganz klare medizinische Indikation haben. Und da war vor allen Dingen eine Gruppe interessant, nämlich diejenigen, die nicht regelmäßig, also nicht irgendwie täglich medizinisches Cannabis brauchen, sondern nur nach Bedarf, zum Beispiel wenn bestimmte psychische Krisen oder bestimmte körperliche Symptome auftreten, Cannabis konsumieren. Von denen gab es auffällig viele, die gesagt haben, ja, diesen Stress, irgendwie einen Arzt zu finden, der mir das verschreibt, will ich mir nicht machen. Ich brauche sowieso nicht so viel, ich versorge mich weiter illegal. Und diese Gruppe scheint wirklich eine wirklich nicht gerade geringe Gruppe zu sein, weil es in der Ärzteschaft immer noch eine sehr, sehr hohe Vorbehalte gibt, überhaupt irgendjemandem Cannabis zu verschreiben, was zum Teil auch mit den Regelungen zu tun hat. Das würde jetzt aber zu weit führen. Jedenfalls für diese Leute wäre es auch sinnvoll, wenn dieses System, was wir im Moment haben, nämlich dass Leute, die mit Cannabis auffallen, sofort quasi ein MPU-Verfahren bekommen, dass das endlich aufgehoben wird. Und das ist meiner Meinung nach auch wirklich was wir hier diskutieren, der weitaus entscheidendere Punkt als jetzt die genauen Grenzwerte. Und das leitet so ein bisschen über zur nächsten Frage, nämlich welche Expertinnen und Experten sollten für Grenzwerte angehört werden? Auch da kann ich jetzt nur noch mal das unterstützen, was Georg Burt gesagt hat. Es sollten insbesondere unabhängige Leute sein, also Leute, die nicht per Profession ein Interesse daran haben, dass die Grenzwerte so niedrig wie möglich gehalten werden, beziehungsweise dass dieses System, es wird immer eine MPU angeordnet, weiter aufrechterhalten wird. Und da gibt es mit Sicherheit nicht nur hier in Deutschland eine Menge unabhängige Leute aus Toxikologie, aus Medizin etc., die man dazu aufrufen kann. Und natürlich sollte man auch die ganzen internationalen Studien, die es zu diesem Thema gibt, in Betracht ziehen. Und nur noch ein Wort zu den Grenzwerten. Ich bin ja jetzt nicht als Experte für Grenzwerte hier aufgerufen worden. Wir haben jetzt auch schon einiges gehört von den anderen Expertinnen und Experten dazu, dass es eben nicht so leicht ist, bei Cannabis jetzt irgendwie was Genaues festzulegen. Da bin ich auch relativ offen. Aber trotzdem sollte klar sein, dass geht aus diesen bisherigen Studien, die dazu vorliegen, hervor, dass es durchaus sinnvoll ist, einen Grenzwert festzulegen, bei dem im Grunde genommen praktisch keine Berauschung mehr zu erwarten ist. Und der liegt ganz offensichtlich nach all dem, was ich jetzt dazu gelesen habe, oberhalb von den 1 Nanogramm, die wir im Moment haben. Das war's von meiner Seite erstmal. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende der ersten Runde. Wir haben jetzt etwas überzogen. Mit Blick auf die Uhr müssten sich jetzt alle ein bisschen kürzer fassen in der zweiten Runde, damit wir mit dem Zeitrahmen auskommen. Dr. Storjohann, Sie sind dran. Ich habe Sie zum Doktor gemacht, Herr Storjohann. Ja. Aber es gibt Schlimmeres, als Doktor zu sein. Muss ich dementieren. Alles gut. Also ich habe jetzt ja nun gelernt, dass der MPU-Markt hier ein entscheidendes Kriterium ist und dass der Bereich Cannabis da der größte Anteil ist. Deswegen scheiden ja einige als Experten angeblich aus. Ich glaube, das ist nicht der Fall, dass das jetzt Hanf das Hauptproblem ist beim MPU-Markt, dann stimmt irgendwas nicht. Dann habe ich was bisher verpasst. So, ich hätte gerne jetzt 2 Fragen an 2 Experten. Einmal an den Kollegen Brenner Hartmann, dass Sie mal aus der Praxis berichten, und zwar aus der Fahreignungsbegutachtung, was Sie dort feststellen, THC-Konzentration. Das ist hier schon teilweise vorgestellt worden, aber wir haben ja unterschiedliche Experten und deswegen kann es ja auch einige Nuancen geben in der Bewertung. Das Zweite ist dann der Professor Tönnies. Sie sind ja Vorsitzender der Grenzwertkommission. Ich weiß gar nicht, ob es da Mehrheitsbeschlüsse gibt. Sie bereiten ja den Grenzwert jetzt vor. Ob das entscheidend ist oder ob Sie einstimmig was entscheiden müssen, weiß ich alles nicht. Können Sie kurz erklären?
Aber die Grenzwert, wie Sie an diese Grenzwertdiskussion rangegangen sind, Sie scheinen jetzt ja ein Ergebnis demnächst vorlegen zu wollen, dass Sie das mal darstellen, worauf Sie sich dann stützen, um uns dann hier in der Politik auch den nötigen Rückhalt zu geben, dass das alles richtig ist, was Sie uns vorschlagen. Danke sehr. Für die AfD-Fraktion, ich nehme an, wieder Dr. Spaniel. Bitte, ja, Sie haben das Wort. Keine Fragen. Ich kürze das ab. Keine Fragen. Vielen Dank. Dann machen wir gleich weiter mit Frau Kollegin Lühmann für die SPD-Fraktion, wenn ich richtig informiert bin. Das ist richtig. Herzlichen Bitte. Dank. Zuerst finde ich es sehr schön, dass Dieter Müller einige Aussagen von Herrn Wurth klargestellt hat, weil ich es schwierig finde, dass man persönliche Erfahrungen, die es mit Sicherheit gibt, das würde ich überhaupt nicht bestreiten, verallgemeinert. Und ich steuere dann auch noch ein paar eigene Erfahrungen bei als Polizeibeamtin, dass jemand eine Urinprobe in freier Wildbahn abgibt und jemand zusieht, halte ich für hochproblematisch und habe ich in Niedersachsen nie erlebt. Insbesondere wenn es sich um Frauen handelt, glaube ich, ist die Grenze zur unwürdigen Behandlung sofort überschritten. Brauchen wir überhaupt nicht zu diskutieren. Und darum kann ich mir nicht vorstellen, und ich kann es für Niedersachsen zumindest für die 27 Jahre, die ich da Dienst gemacht habe, ausschließen, dass sowas passiert ist. Wenn was bei uns erforderlich war, sind wir immer auf die Wache gefahren und haben das Ganze in einer Toilette gemacht. Nochmal, ich schließe nicht aus, dass es solche Fälle gibt, aber Sie haben dargestellt, als wäre das der Regelfall. Und zumindest für die Bundesrepublik möchte ich das hinterfragen. Jetzt aber noch eine Frage. Zum einen an Professor Dieter Müller. Wir haben ja von der Linksfraktion auch heute wieder immer wieder den Eindruck gehört, es werde sofort eine MPU angeordnet, wenn es um Drogenkonsum ginge. Und das wäre deshalb gemacht worden, weil es eben eine illegale Droge ist, im Gegensatz zu Alkohol, der eine legale Droge ist. Wie beurteilen Sie das? Ist das tatsächlich so? Und inwieweit spielt bei der Anordnung zum Beispiel der Mischkonsum auch eine Rolle? Die zweite Frage geht an Frau Dr. Zunft. Sie haben ja auch praktische Erfahrungen mit dem Umgang mit unterschiedlichen Personengruppen bezüglich der Klärung von Eignungszweifeln. Und ich bitte Sie einfach noch mal, uns kurz die gegenwärtige Begutachtungspraxis im Hinblick auf diese beiden Personengruppen, also Alkohol- und Cannabiskonsumierende, zu erläutern und da Ihre praktischen Erfahrungen mit einfließen zu lassen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Herbst, bitte für die Fraktion der FDP. Sie haben das Wort. Ganz herzlichen Dank. Ich habe die gleiche Frage an Professor Müller und an Dr. Wagner. Inwiefern halten Sie eine Anpassung der geltenden Rechtslage für notwendig? Und wenn ja, in welchem Bereich? Angesprochen wurde ja schon das Thema Menschen, denen Cannabis aus medizinischen Gründen verordnet wird. Das war es auch schon. Danke. Danke sehr. Für die Fraktion Die Linke, wer fragt? Bitte sehr. Ja, danke schön. Ich will zumindest mal darauf hinweisen, weil jetzt mehrmals gesagt wurde, der Führerschein ist ja nicht sofort weg, sondern man macht ja ein Vereignungsgutachten. Das klingt natürlich total easy, ja, wenn man das so hört. Es kostet nur halt einige tausend Euro den Betroffenen. Das ist ja das zentrale Problem, dass der Betroffene eben 3.000, 4.000 Euro hinblättern muss, um dann sozusagen sicher zu sein, dass er seinen Führerschein behält. Das ist sozusagen das ganz zentrale Problem. Wir haben übrigens bei Alkohol 10 Millionen Menschen in Deutschland, die ein riskantes Trinkverhalten haben. Wenn wir da anfangen würden, Vereignungsgutachten bei jedem zu machen, dann wäre das erstmal ein großes Geschäft für die Vereignungsgutachter. Ich glaube, da würde auch bei vielen rauskommen, die dürfen den Führerschein gar nicht mehr behalten. Ich sage nur, wie sozusagen, wenn man den gleichen Gedanken auf Alkohol anwenden würde, wohin das führen würde. Mein Eindruck ist tatsächlich, dass versucht wird bei Cannabis das, wo man bei geringer Menge nicht mehr die Möglichkeit, also die Leute nicht mehr bestrafen soll. Bundesverfassungsgerichtsurteil von 1994, geringe Menge soll im Regelfall zur Einstellung des Strafverfahrens führen, dann über den Umweg des Verkehrsrechts, also Verhaltensgutachten, Führerscheinentzug, sozusagen man bestraft wird am Ende. Mich würde interessieren, Herr Wurth, Frau Knoche hatte ja angesprochen, dass in den Niederlanden ein Grenzwert von 5 Nanogramm gilt. Könnten Sie noch ein bisschen was zum internationalen Vergleich sagen? Also wie schaut es international insgesamt aus? Und die andere Frage an Sie, was bedeuten die aktuellen Regelungen, bei denen Cannabiskonsumenten trotz Beachtung des Trennungsgebotes ihren Führerschein verlieren können für die Verkehrssicherheit? Und was könnten die von uns vorgeschlagenen Änderungen im Hinblick darauf bewirken? Dankeschön. Danke sehr. Frau Kollegin Wagner, bitte. Sie haben das Wort für Bündnis 90 Grüne.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch den Sachverständigen für ihre schriftlichen und mündlichen Einlassungen. Uns als Verkehrsausschuss geht es natürlich stark um den Aspekt der Verkehrssicherheit, also in erster Linie um den Aspekt der Verkehrssicherheit. Und da fällt schon auf, dass die Wertungsunterschiede exorbitant sind. Und allein die Eingriffsschwelle beim Alkohol liegt ja nun deutlich höher als bei anderen Arten von Drogen. Da fragt man sich schon, warum. Ich hätte zwei Fragen an Herrn Dr. Verse. Zum einen hätte ich gerne gewusst, welche Maßnahmen aus Ihrer Sicht erreichen können, die Verkehrssicherheit sicherzustellen, also dafür Sorge zu tragen, dass sie nicht beeinträchtigt wird, auch bei gelegentlichem Cannabiskonsum. Sie sind ja auch kein so richtig engagierter Verfechter von Grenzwerten. Haben Sie Vorstellungen, ob und inwieweit Messverfahren in irgendeiner Weise denkbar sind, um das Ausmaß der Beeinträchtigung festzustellen, so ähnlich wie man das ja auch beim Alkohol tut? Die zweite Frage ist, es gibt ja in der Fachdiskussion durchaus gar nicht so selten anzutreffen, die Vorstellung, Grenzwerte seien kein guter Wert, kein guter Weg. Könnten Sie sich vorstellen, dass man stattdessen die Grenzwerte für Alkohol senkt? Vielen Dank. Wenn ich es richtig sehe, ist Professor Müller der Erste. Sie haben zwei Fragen bekommen. Bitte, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die erste Frage, die ich bekommen habe, geht in Richtung, wie häufig wird überhaupt eine MPU angeordnet und in welchen Fällen wird die MPU angeordnet. Das, meine Damen und Herren, das finden wir geregelt im Paragraph 14 Absatz 2 der Fahrerlaubnisverordnung. Das ist einfach festgelegt. Und wir haben die Rechtsprechung bereits heute mehrfach erwähnt gehört des Bundesverwaltungsgerichts, dass bei einer festgestellten Drogenfahrt, also dem erwiesenen Verstoß gegen das Trennungsvermögen, eine MPU angeordnet wird. Das ist eine ganz logische Sache. Wenn man einmal bewiesen hat, dass man nicht trennen kann zwischen Konsum und Fahren, dann wird eine MPU angeordnet. Und die zweite Möglichkeit, die verpflichtend ist, eine MPU anzuordnen, ist, wenn man mehrfach ein Delikt nach 24a, das kann aber auch ein Alkoholdelikt sein. Das heißt also, auch eine Kombination aus Absatz 1 des 24a und Absatz 2 ist möglich, weil man dann generell ein Problem mit Drogen im Straßenverkehr hat. Und es ist tatsächlich so, dass die Verkehrsüberwachung erheblich ausgedünnt worden ist in Deutschland aufgrund Personaleinsparungen bei den Länderpolizeien. Und das Risiko, erwischt zu werden, das ist ganz gering. Wenn dann jemand mal erwischt wird, dann hat natürlich man den Verdacht, dass da das nicht die erste bzw. nicht die einzige Fahrt gewesen sein müsste, wobei man mit solchen Verdächtigungen sehr vorsichtig umgehen sollte. Wir befinden uns hier im Bereich der Gefahrenabwehr und der Grenzwert ist auch deswegen so niedrig gesetzt worden, weil die Grenze der Gefahrenabwehr eben uns alle schützen soll mit Leib und Leben. Bei Mischkonsum wurde auch ebenfalls angesprochen von der Frau Abgeordneten Nyman, beim Mischkonsum zwischen Cannabis und anderen Drogen, da wird teilweise sogar die Fahrerlaubnis sofort entzogen, ohne weitere Begutachtung, nämlich wenn eine harte Droge konsumiert worden ist, dann wird, und das ist geltendes Recht auch, sowohl im Straßenverkehr als außerhalb des Straßenverkehrs, da wird auf eine MPU verzichtet. Die Rechtsgrundlage ist dann § 3 Absatz 1 Straßenverkehrsgesetz in Verbindung mit 11 Absatz 7 Fahrerlaubnisverordnung. Das ist auch einfach geltendes Recht. Dann wurde mir noch die Frage gestellt, ob eine Anpassung der Rechtslage notwendig ist. Das heißt, ob
gesetzliche Veränderungen notwendig sind. Darum geht es ja heute in der gesamten Anhörung. Deswegen sind wir jetzt hier zusammen und besprechen die Fakten, die vorliegen. Und bei Medizinalcannabis habe ich mich bereits geäußert. Da würde die Polizei, die Polizeibeamten, von denen höre ich immer wieder, sich sehr wünschen, dass es einen amtlichen Nachweis darüber gibt, dass jemand sich in ärztlicher Behandlung befindet und dass er die Medikamente auch nach der ärztlichen Verordnung einnimmt. Das ist die eine Sache, die nachgewiesen werden kann. Die andere Sache, die man nicht nachweisen kann, die aber im Gesetz gefordert ist, in § 24a Absatz 2, in dem Medikamentenprivileg, dass man auch sich an die ärztliche Verordnung gehalten hat. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil wie soll das ein Polizeibeamter auf der Straße merken? Wenn jemand Cannabis genommen hat, dann geht der Drug-Vibe-Test, das ist der Speicheltest, positiv aus. Aber man weiß dann immer noch nicht, woher dieses Cannabis stammt. Ist es nun aus legaler Quelle, aus der Apotheke für 1 Gramm für 20 Euro? Oder ist es aus einer illegalen Quelle, 1 Gramm vielleicht gestreckt für 5 Euro auf dem Markt erworben worden? Das kann der Polizist nicht sehen. Der Drug-Vibe-Test schlägt positiv aus. Also da würde sich anbieten, dass man das noch einmal klärt und überdenkt diese Regelung. So ist es jedenfalls in der Praxis kaum anwendbar und so kommt es auch zu Blutentnahmen bei Patienten, wo dann das Bußgeldverfahren später eingestellt werden muss, weil nachgewiesen wird im Verfahren, es handelt sich um einen Patienten und das ist eine Sachlage und Rechtslage, mit der niemand zufrieden sein kann. Dann wurde eben auch angedeutet und damit möchte ich schließen. Diese Ungleichbehandlung, die tatsächlich de facto besteht, ist aus meiner Sicht in der Schärfe nur so herauszunehmen, dass die Grenzwerte auch bei Alkohol gesenkt werden in Richtung, wie es bei Alkoholverbot für Fahranfänger ist. § 24c, wer fährt, trinkt nicht, wer trinkt, fährt nicht. Und das ist dann eine ganz klare Regelung. Alkohol hat im Straßenverkehr genauso wenig zu suchen wie jede andere illegale Droge auch nicht. Und insofern wäre das eine konsequente Gefahrenabwehr. Mit dem Grenzwert von 0,5 Promille für Alkohol im Straßenverkehr kann niemand leben, weil damit wird berauschtes Fahren tatsächlich erlaubt. Und ich denke, das ist eines Gesetzgebers auch unwürdig. Vielen Dank. Danke sehr. Als nächstes Herr Wurth, bitte. Auch Sie haben zwei Fragen. Meine erste Frage war die nach dem internationalen Vergleich der Grenzwerte. Ich habe einige Beispiele rausgenommen in meiner Stellungnahme. Da habe ich mich noch bezogen auf unsere eigene Broschüre von 2018, die Sie im hinteren Teil meiner Stellungnahme noch mal extra finden. Da finden Sie noch mal alle Werte, die wir da zusammengetragen haben. Da habe ich noch geschrieben, wir haben kein einziges Land gefunden, das einen THC-Grenzwert von 1 Nanogramm hat wie Deutschland oder darunter, sondern die haben alle höhere Grenzwerte. Gestern habe ich noch mal eine Untersuchung aus der Schweiz gesehen. Es gibt doch Länder scheinbar, die noch härteren Grenzwert haben. Schweden und Slowenien war da genannt. Also wir sind doch nicht die allerhärteste Nation. Aber da waren 3 Länder genannt, die so hart waren wie Deutschland oder härter und 21 andere, die teilweise deutlich höhere Grenzwerte haben. Meine Beispiele hier sind zum Beispiel Dänemark und Griechenland, die 2 Nanogramm haben, Portugal, Niederlande, Polen, Nevada in den USA bei 6 Nanogramm, Colorado, einige andere US-Staaten 10 Nanogramm. Und die sind alle auf deutsche Werte umgerechnet. Also die haben die fast alle messen im Blut, nicht im Blutserum wie Deutschland. Deswegen auch unser Vorschlag, auch in Deutschland umzustellen auf Vollblut, damit das Ganze besser vergleichbar ist. Der Umrechnungsfaktor ist halt nicht so ganz genau beim Vergleichen. Aber die liegen halt demnach alle deutlich über Deutschland. Und es gibt sehr wenige, die unser Repressionsniveau an der Stelle haben. Interessant finde ich noch 2 weitere Länder, nämlich einmal Norwegen. Die haben sogar eine dreigeteilte Grenze, so ähnlich wie wir das bei Alkohol auch kennen, mit bis hin zur absoluten Fahruntüchtigkeit sozusagen bei 18 Nanogramm in Norwegen. Und das Beispiel Kanada. Da haben wir auch 2 Grenzwerte. Genau wie von den Linken vorgeschlagen, das entspricht auch unserer Position mit Vorschlag Linke 3 und 10 Nanogramm. Kanada hat 4 und 10 Nanogramm, also etwas weniger restriktiv als der linken Vorschlag.
Und eben war die Rede davon, dass in Kanada die Unfälle gestiegen seien. Das kann ich nicht bestätigen. Ich möchte da bitten, bei diesen Fragen tatsächlich die offiziellen Regierungsangaben sich anzuschauen. Es gibt immer Vereine, die die Daten so zurechtlegen, dass sie irgendwie nach Drama klingen, sage ich mal. Ja, speziell in Colorado fällt es auf. Da gibt es einen Verein, der eine hohe Reichweite hat, der prohibitionsfördernd ist, die wollen auch Alkohol verbieten und sagen dann halt, die Unfallwahrscheinlichkeit ist wahnsinnig angestiegen. Wenn man sich aber anschaut, was der Staat Colorado dazu sagt, auch zur Konsumverbreitung und so weiter, sieht die Sache ganz anders aus. Und auch bei Kanada, das Beispiel, was eben genannt wurde, war nicht die offizielle Regierungsangabe von Kanada, bitte ich da reinzuschauen und sich da die Unfallwahrscheinlichkeiten anzugucken. Unterm Strich jedenfalls, sehr viele Länder weltweit haben nicht unsere Einschätzung geteilt, dass ab 1 Nanogramm die Unfallwahrscheinlichkeit steigt, dass das eine Gefahr ist, wenn man halt darüber den Wert ansetzt. Und insofern ist halt auch, ich habe den Eindruck, hier ein bisschen Panikmache unterwegs bei manchen Sachverständigen, die sagen, jede Aufweichung sozusagen, jeder Grenzwert über 1 Nanogramm ist sofort eine Gefährdung für die deutsche Bevölkerung. Und ja, das lässt sich halt im internationalen Vergleich überhaupt nicht nachvollziehen. Dann zum Thema Verkehrssicherheit. Wie wirkt sich die aktuelle Situation eigentlich auf die Verkehrssicherheit aus? Und darauf fußt ja das Ganze offiziell nicht, wurde ja oft gesagt, jetzt hier ist auch keine moralische Frage oder so, Verkehrssicherheit hat damit nichts zu tun. Wenn man sagen will, der Konsum von Cannabis ist irgendwie unmoralisch oder irgendwie ein Verbrechen, ja, dann gehört das Strafrecht da eingesetzt oder man muss es da verhandeln, aber nicht im Verkehrs- und Führerscheinrecht, weil da geht es nur um die Frage Verkehrssicherheit. Was haben wir also jetzt für eine Situation? Es ist ja hier vielfach geschildert worden, dass dieser 1-Nanogramm-Grenzwert von vielen Konsumenten erstens dann überschritten wird, wenn sie nüchtern sind und zweitens lange nach dem letzten Konsum. Dann ist gesagt worden, dass es doch nur bei regelmäßigen Konsumenten der Fall ist, dass sie so lange die 1-Nanogramm überschreiten. Auch das kann ich nicht bestätigen. Das ist wirklich sowohl beim Abbauwert THC-COH als auch beim THC-Wert extrem unterschiedlich nach dem persönlichen Stoffwechsel. Gerade in den unteren Bereichen unter 5 Nanogramm, diese Restwerte, die lungern halt noch ziemlich lange im Blut der Leute teilweise rum. Und viele überschreiten eben diesen 1-Nanogramm-Grenzwert, wenn sie nüchtern sind. Und das fördert nicht das Trennungsvermögen. Eben ist genau das gesagt worden, wenn wir den Grenzwert anheben, zum Beispiel auf 3 Nanogramm, dann fangen die Konsumenten an zu rechnen. Wann habe ich denn konsumiert und wann darf ich dann wieder fahren? Und das ist doch genau das, was wir wollen. Wir wollen doch Trennungsvermögen. Wir wollen doch, dass die Leute einen Abstand halten zwischen Konsum und Teilnahme am Straßenverkehr. Und das lohnt sich für die Leute nur, wenn wir eben einen realistischeren Grenzwert haben, den sie auch unter realistischen Bedingungen unterschreiten können. Wenn sie davon ausgehen können, wenn ich am nächsten Tag nach dem Konsum mich wieder ins Auto setze, bin vollkommen nüchtern und bin dann tatsächlich auch nicht gefährdet, meinen Führerschein zu verlieren oder eine MPU machen zu müssen, dann lohnt sich das für die Leute, diese Abstände einzuhalten. Wenn sie sowieso damit rechnen müssen, bei einer seltenen Verkehrskontrolle den Führerschein zu verlieren, ja, dann können sie auch direkt vor der Fahrt noch einen rauchen. Ja, da macht das überhaupt keinen Unterschied letztendlich. Deswegen ist die aktuelle Situation eher eine Gefahr für die Verkehrssicherheit und keine Verbesserung. Vielen Dank. Damit kommen wir zu Dr. Werse, bitte. Sie haben das Wort. Ja, die erste Frage, die mir gestellt wurde, welche Maßnahmen könnte die Verkehrssicherheit auch bei gelegentlichem Cannabiskonsum sicherstellen? Also da kann ich nur noch mal darauf verweisen, dass es eben tatsächlich sinnvolle Grenzwerte geben sollte. Herr Wurt hat eben gerade noch mal ausführlich dazu referiert, dass es zum Beispiel eben so eine Faustregel sein könnte, erst am nächsten Tag zu konsumieren, wenn man, erst am nächsten Tag sich ins Auto zu setzen, an einem Tag, nachdem man konsumiert hat. Da gibt es auch eine gewisse Widersprüchlichkeit, was so diese Regelung in der Fahrerlaubnisverordnung gibt. Ich war eben gerade ein bisschen irritiert. Ich glaube, es war das Echo, was ich gerade gehört habe. Entschuldigung. Es gibt also eine gewisse Irritation, was die Fahrerlaubnisverordnung betrifft, nämlich dass schon nach bestehendem Recht regelmäßige Konsumenten ja das Recht abgesprochen bekommen, wobei regelmäßig nicht genau definiert ist. Wir haben zwar vorhin schon gesagt, meistens. Entschuldigung, der Verkehrsausschuss hat noch sein Mikro an, daher kommt der Okay. Er irritiert mich auch. Können Sie vielleicht ausschalten?
Hallo? Ist das so? Ja, genau. So. Wir versuchen das zu lösen. Reden Sie bitte weiter. Okay, alles klar. Auf. Gut. Ich glaube, ja, so ist besser. So ist auf jeden Fall besser. Also es gibt einen gewissen Widerspruch, nämlich dass schon nach bestehendem Recht ja regelmäßig Konsumierenden, was ja anscheinend mit nahezu täglich bis täglich definiert ist, das Recht abgesprochen wird. Auch das ist schon mal in Zweifel zu ziehen. Dazu hat Herr Wurth eben gerade auch schon was gesagt. Auch täglicher Konsum ist ja nicht gleich täglicher Konsum. Es gibt die Dauerbekifften und es gibt die, die abends mal einen Joint rauchen. Und bei denen ist in aller Regel davon auszugehen, dass sie am nächsten Tag den Wert von 3 Nanogramm unterschreiten, meistens zwar auch den von oder oft auch den von 1 Nanogramm, aber das sei jetzt einfach mal dahingestellt an dieser Stelle. Nur nach der gegenwärtigen Praxis, was MPU betrifft, ist es ja so, dass also eigentlich gelegentlicher Konsum toleriert werden sollte, aber in der Praxis das eigentlich ganz anders aussieht. Wenn jemand erwischt wird und ihm quasi unterstellt wird, er könnte womöglich gelegentlicher Konsument sein oder womöglich auch regelmäßiger Konsument sein, dann muss er einen Abstinenznachweis über viele Monate, in der Regel über 12 Monate erbringen. Und da, allein das widerspricht sich schon in sich. Und das ist allein schon mal ein Plädoyer dafür, dass diese MPU-Praxis da einfach mal geändert wird. Dazu mal an dieser Stelle ein Zitat aus der aus den sozialen Medien, was wir jetzt in den letzten Tagen bekommen haben. Von einer Erfahrung mit MPUs. Da hat einer berichtet, um meine MPU überhaupt bestehen zu können, musste ich vorher einen teuren Kurs zufällig im benachbarten Büro belegt haben. In diesem hat man dann gelernt, in Anführungsstrichen, trotz Abstinenz nicht offen in der Sache zu sein, sondern welche Phrasen der Psychologe lieber hört. Insgesamt 3.700 Euro. Das bestätigt jetzt auch nochmal so ungefähr die Kosten, die damit verbunden sind. Also sprich, zum einen, es sollte auf jeden Fall sinnvolle Grenzwerte geben. Herr Wolt hat ja eben gerade schon einiges dazu gesagt, wo die ungefähr liegen können, wo sie auch im internationalen Vergleich liegen. Damit wäre auch die Verkehrssicherheit nicht nur bei gelegentlichen, sondern auch bei mehr oder weniger regelmäßigen Konsum sichergestellt. Die zweite Frage, da kann ich mich zum Glück kürzer fassen, ob ich dafür wäre, möglicherweise die Grenzwerte für Alkohol auch zu senken. Also wenn man jetzt mal annimmt, das wurde ja auch schon angesprochen, dass man bei 0,5 Promille häufig durchaus eine merkliche Berauschung zu verspüren hat, habe ich überhaupt kein Problem damit zu sagen, diesen Grenzwert zu senken. Nur wäre es eben komplett unrealistisch, dann zu sagen, wir senken ihn auf 0,0, weil zum Beispiel ja auch in einigen Lebensmitteln Alkohol enthalten ist und weil so eine gewisse Toleranz für Restmengen im Blut auf jeden Fall noch vorhanden sein sollte. Also sowas wie 0,2 kann ich mir durchaus vorstellen. Und nach all dem, was wir jetzt eben aus diesen diversen Grenzwertstudien wissen, liegt auch dieser Wert von 3 Nanogramm eigentlich nicht so weit davon entfernt von dem, was zum Beispiel ein 0,2 Promille Wert an Berauschung erzeugen könnte. Ja, gut, soweit von meiner Seite. Vielen Dank. Dann machen wir weiter mit Herrn Brenner-Hartmann. Bitte, Sie haben das Wort. Gerne. Ich kann dann ja jetzt mal auf der MPU-Praxis berichten, sodass nicht immer nur irgendwelche Vermutungen oder Gerüchte über die MPU hier in den Raum gestellt werden. Wir haben es ja, ich bin seit 35 Jahren Gutachter und ich kenne aus allen Ecken der Betroffenen, lange Jahre war sie Alkohol. Konsumieren, jetzt sind sie Cannabis-Konsumieren, diese Vorhaltungen, die EPU würde so einen moralischen Kakao fordern, so eine komplette Distanzierung von diesem bösen Cannabis, das kann ich in keinem unserer Beurteilungskriterien erkennen, das ist keiner unserer Ausbildungen und Schulungen ein Teil davon. Ich habe manchmal so den Verdacht, dass eine bewusste Angst vor der EPU gemacht wird, um das Geschäft der Vorbereiter zu verbessern, denn die macht die eigentliche den eigentlichen Umsatz bei der ganzen Geschichte. Eine EPU kostet nicht Tausende von Euro, die kostet irgendwas im Bereich von 700 Euro, vielleicht nur plus toxikologische Untersuchung. Das ist, um das mal ganz kurz klarzustellen. Ich habe mir auch die Zahlen nochmal angeschaut. Wir haben im Jahr 2019 nach der Statistik erfasst 27% der EPU-Fälle irgendwie mit Drogen in Fragestellung gehabt, weil dort wird nicht differenziert. Um das wirklich genauer anzuschauen, habe ich mir dann einfach mal eine Zufallsstichprobe von 50 Gutachten aus der Ablage gegriffen, 20, 5 Jahre alte und 20 aktuelle, dann 30 aktuelle, um mal zu schauen, wie viel ist denn da der Anteil an Cannabis überhaupt bei diesen ganzen Begutachtungen. Wir haben
aktuell tatsächlich einen Anteil von ca. 50% der Drogengutachten, bei denen eine Cannabisfahrt zugrunde liegt. Das habe ich mir auch nochmal differenzierter angeschaut. Also der Anteil derjenigen, die mit einer THC-Konzentration von weniger als 3 aufgefallen waren, lag von dieser Gruppe bei 16% der überhaupt der Drogenauffälligen. Es gab dann noch 12% mit anderen cannabisbezogenen Störungen. Das waren aber überwiegend tatsächlich schwere Cannabis-Probleme, Cannabis-Abhängigkeit, Cannabis-Psychosen waren in mehreren Fällen drin. Da waren also insgesamt 12% der Fälle mit solchen alleine cannabisbezogenen Problemen. Andere BTM in Kombination mit Cannabis waren in 20% der Fälle, spielt eine Rolle, meistens Amphetamine, manchmal aber auch Kokain, Heroin, synthetische Cannabinoide. Und in nur 18% der Fälle war Cannabis nicht mit im Spiel. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen bedenken, Cannabis ist so diese tolerierte Droge, die auch bei Leuten, die andere Drogen konsumieren, meistens noch mit eine Rolle spielt. Das heißt, nicht jeder, der mit Cannabis auffällt, ist auch Cannabis-Monokonsument, die Kombination. Ich habe dann auch, weil im Antrag der Linken ja diese 10-Nanogramm-Grenze vorgeschlagen wurde, auch mal geschaut, wie viele Fälle sind überhaupt dabei, die diese 10 Nanogramm überschreiten würden. Also das waren bei den 50 von mir geprüften Akten insgesamt 4 Fälle, die hier diese 10 Nanogramm überschritten haben. Das heißt, das spricht doch relativ klare Sprache auch dafür, dass wir mit den 10 Nanogramm im Wochenflüssigkeitenbereich eigentlich es aufgeben würden, hier noch einen Schutzschirm wieder, Professor Müller sagt, aufzuspannen. Da habe ich doch meinen großen Zweifel, ob die Grenze da irgendwas passt. Die Diskussion um die 3 Nanogramm Grenze ist ja durchaus verbreitet. Ich bin auch im Arbeitskreis bei der BAST zur Überarbeitung der Begutachtungsleitlinien. Ich weiß es von der Grenzwertkommission, ich weiß vom Verkehrsgerichtstag, dass diese 3 Nanogramm-Grenze tatsächlich eine Diskussion ist. Das wäre halt in dem Ordnungswidrigkeitenrecht ein Novum. Wir haben bisher analytische Nachweisgrenzen als Tatbestand und wir haben keine Cut-Offs, keine Risikogrenzen, sondern sind tatsächlich Nachweisgrenzen, weil die Logik eben ist, dass es zwischen der gemessenen Blut-THC-Wert und der und der Wirkung keine so großen Korrelationen gibt, wie man sie bei Alkohol hat, dass es eben Zeitverzug auch gibt, wenn die Frau Professorin schon angesprochen hat und solche Dinge. Also das ist eine Diskussion, die im Fachkreisen durchaus geführt wird. Und es gibt auch andere Dinge. Es gibt einen Cannabis-Influence-Faktor, der schon seit Jahren durch die Literatur geistert. Auch da kann man darüber diskutieren, der dann die regelmäßigen Konsumierenden wieder anders berücksichtigen würde als die gelegentlichen. Also da ist die Diskussion einfach nicht abgeschlossen. Also ich bin da auch nur sehr zwiegespalten. Also jetzt in derzeitigen Ordnungswidrigkeiten recht ist wieder 1 Nanogramm einfach der Grenzwert, der vorbeugende Gefahrenabwehr bedeutet. Und kein Wirkungsgrenzwert, sondern eine Setzung, eine juristische Setzung für Grenzwert. Wir haben, wie schon gesagt, bei den Drogenkonsumierenden eine Positivquote von 58% in der Statistik. Dazu kommen doch mal 6%, die eine Nachschulung machen können und die dann nach der Nachschulung auch positiv beurteilt werden können. Das ist das eine. Das andere, was ist die Zeit schon? Ja, genau. Ja, wollte Sie gerade dezent darauf hinweisen, aber Sie merken es selber, super. Genau, dann werde ich das auch damit jetzt beschließen und ja, vielen Dank. Danke sehr. Dann machen wir weiter mit Professor Tönnes, bitte. Sie haben das Wort. Ja, danke schön. Ich hatte zwei kleine Fragen zur Grenzwertkommission. Die Grenzwertkommission, wenn ich das vorausschicken darf, ist eine wissenschaftliche Kommission, die beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur angesiedelt ist und sich aus jeweils 3 Vertretern von 3 Fachgesellschaften zusammensetzt. Und zwar sind das die Fachgesellschaften Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin, DGRM, die Deutsche Gesellschaft für Verkehrsmedizin, DGVM und die Gesellschaft für Toxikologische und Forensische Chemie, GTFCH. Und im Abstimmungsverhalten ist es so, dass diese 3 Fachgesellschaften jeweils eine Meinung sich bilden und dann nachher das Mittel oder die Mehrheit dieser 3 Stimmen ausschlaggebend ist für Beschlüsse.
Das heißt, es ist nicht Einheitsvotum gefordert. Beraten wird die Grenzwertkommission unter anderem von der BAS, nämlich durch die Frau Dr. Knoche, die hier ist, und durch das BMVI, durch Vertreterinnen, sowie auch durch das BMJV. Und der juristische Sachverstand ist hier durchaus sehr wesentlich, der nämlich auch kritisch hinterfragt vor dem Hintergrund der Rechtsprechung, was wir an wissenschaftlichen Meinungen haben. Und dieser interdisziplinäre Austausch ist da sehr, sehr fruchtbar. Wir haben seit ganz kurzer Zeit, nämlich seit Dezember, tatsächlich den Auftrag, uns konkret nochmal mit der Frage zu beschäftigen, ob die Grenzwerte, die für den Paragraph 24a momentan in der Diskussion sind oder waren, ob es hier eine Renovierung und Veränderung, zum Beispiel eine Anhebung, wichtig oder möglich wären, insbesondere hinsichtlich eben der Vereinbarkeit oder Angleichung an Alkoholrechtsprechung. Das ist jetzt noch ganz konkret in der Diskussion und ich will nicht verhehlen, dass das etwas ist, was wir in der Kommission auch sehr, sehr heterogen diskutieren, weil es durchaus aus den verschiedenen Fachgesellschaften auch sehr verschiedene Meinungen dazu gibt. Vielleicht einen Aspekt möchte ich hier kurz mal noch mal herausstellen. Das ist ein paar Mal angeklungen, nämlich die Frage, was der Wirt auch noch mal gesagt hatte, dass der Grenzwert von einem Nanogramm pro Milliliter von vielen Konsumenten überschritten würde, auch lange nach dem letzten Konsum. Und das ist etwas, wo die Studienlage relativ dünn ist. Es gibt 6 Studien, die sich mit diesem Phänomen eigentlich beschäftigen, dass sich bei chronischen Konsumenten Cannabis-Wirkstoff im Körper anreichert. Und das sind aber Studien, die, wenn man mal genauer reinguckt, dann Konsumenten sind, die im Mittel 10 Joints pro Tag rauchen. Sodass dieses Phänomen vor allen Dingen definiert ist für sehr, sehr stark Konsumierende. Und wenn man jetzt, wie Herr Werse das in Raum gestellt hat, eine Population sich anguckt von Leuten, die vielleicht einen Feierabend-Joint rauchen oder weniger pro Woche, dann ist es etwas, was schwierig abzuschätzen ist, welchen Einfluss das hat. Und das sind Dinge, die wir eben für die Grenzwertfestlegung noch berücksichtigen müssen. Dazu kommt auch vielleicht noch ein zweiter Faktor, dass im Straßenverkehr natürlich auch eine Abbauzeit zu berücksichtigen ist. Beim Alkohol ist das nicht so relevant. Bei Cannabis, ein Gelegenheitskonsument, baut in der Zeit, wenn er angehalten wird und wenn dann nachher die Blutentnahme kommt, ungefähr fast die Hälfte seines zum Fahrtzeitpunkt vorliegenden Wertes ab, sodass, wenn man das mit Studienergebnissen vergleicht, man da immer noch mal einen Abschlag ansetzen muss. Dankeschön. Ja, Professor Tönnies, herzlichen Dank. Der Vorsitzende hat gerade den Raum verlassen, kommt aber gleich wieder. Wir brauchen uns keine Sorgen machen. Als nächstes ist dann Frau Dr. Zumpf dran. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich war gebeten worden, auch noch etwas zur Begutachtungspraxis zu sagen und da insbesondere auch zum Vergleich der Begutachtung bei Alkohol und bei Drogen, Schwerpunkt Cannabis-Fragestellungen. Herr Professor Müller hat schon gesagt, geregelt ist die Begutachtung für Drogen im Paragraphen 14 der Fallerlaubnisverordnung, für Alkohol im Paragraphen 13. Die Begutachtung dient vorrangig zur Feststellung der Fahreignung. Die Fahreignung stellt eine Grundanforderung zur Teilnahme am motorisierten Straßenverkehr dar. Eignungsausschließend kann sowohl bei Alkohol wie auch bei Cannabiskonsum ein fehlangepasstes Konsummuster sein. Und dabei finden wir negative Konsequenzen des Konsums, egal jetzt ob Alkohol oder Drogen, in unterschiedlichen Lebensbereichen. Das bedeutet, es sind im Allgemeinen Menschen, die nicht nur im Straßenverkehr aufgefallen sind, sondern die diese negativen Konsequenzen auch an anderen Stellen noch gespürt und erlebt haben und auch selber berichten. Dann finden wir die Gruppe des intensiven täglichen Konsums sowohl bei Alkohol als auch bei Drogen. Das heißt, viele der Leute, die zur MPU müssen, sind eben nicht seltene, nicht zufällig erwischte, nicht erlebte Patienten oder Konsumenten, sondern es geht tatsächlich um intensive und schwierige Konsumphasen. In den Fällen ist dann eine zuverlässige Trennung von Konsum und Fahren nicht zu erwarten, wenn die Problematik nicht angemessen aufgearbeitet ist.
im Vergleich zu anderen Drogen, es ist schon mehrfach gesagt worden heute, ich will es nochmal sagen, begründet allein der Konsum von Cannabis keine Eignungszweifel. Das ist so einfach nicht richtig. Cannabis nimmt damit unter den Drogen schon eine Sonderstellung ein. Auch schon mehrfach erwähnt worden ist das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem April 2019. Seither wird nach einer erstmaligen Fahrt unter Cannabis-Einfluss die Fahrerlaubnis nicht entzogen. Es wird zur weiteren Abklärung eine MPU angeordnet. Das ist mittlerweile auch regelhaft so von den Verwaltungsbehörden umgesetzt. Das heißt, wir haben eine zunehmende Anzahl von Fahrerlaubnisinhabern zur Begutachtung, die eben erstmalig mit einer Fahrt über diesen Grenzwert von 1 Nanogramm aufgefallen sind. Auch ich habe mir die Mühe gemacht, mir ca. 100 Begutachtungsfälle anzusehen, und zwar seit diesem Zeitraum, also aus dem Zeitraum jetzt aktuell Dezember 2020 und Januar 2021. Dabei ist festzustellen, dass bei den reinen Cannabisfällen 3/4 der Betroffenen einen intensiven täglichen Konsum angeben, einen Konsum von Alkohol und Cannabis, einen Konsum von Cannabis und anderen Drogen, psychiatrische Begleiterkrankungen oder gravierende psychische Probleme. Und die Zuordnung dieser Fälle zu der Konzentration von unter oder über 3 Nanogramm ist circa gleich gestaltet. Das heißt, wir sehen, dass bei den Fällen unter Nanogramm nicht grundsätzlich leichtere Konsumenten oder unproblematischere Fälle gesehen werden. Herr Tönnes hat es gerade gesagt, auch das muss man einfach mitbedenken. Wir haben schnellen Konzentrationsabfall. Wir müssen erwarten, dass es ein reiner Zufall ist, ob wir jemanden knapp über oder knapp unter 3 Nanogramm erwischen. Und der Zeitabstand zwischen der Kontrolle und der Blutentnahme wird eben in vielen Fällen oder würde in vielen Fällen das Unterschreiten von 3 Nanogramm bedeuten. Wenn wir diese Begutachtungsfälle ernsthaft ansehen, dann müssen wir feststellen, dass es der Verkehrssicherheit abträglich wäre, diese Begutachtung nicht mehr durchzuführen, diese Menschen weiterhin im Straßenverkehr teilnehmen zu lassen. Ich möchte es ganz deutlich abheben von dem moralischen Blick. Der hat an dieser Stelle wirklich nichts verloren. Es geht um die Verkehrssicherheit, und eine Absenkung der Alkoholgrenzen wäre sicherlich gerechtfertigt. Alkohol ist ein großes Problem im Straßenverkehr und da muss gearbeitet werden. Aber im Sinne der Verkehrssicherheit wäre es nicht zu rechtfertigen, den Grenzwert anzuheben. Dankeschön. Vielen Dank, Dr. Wagner. Sie wären der Nächste und der Letzte. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Ich bin zu zwei Fragen noch mal gebeten worden, etwas auszuführen. Zum einen ist eine Anpassung der Rechtslage notwendig, und zum zweiten, wie sieht es denn aus mit einem Grenzwert für Cannabis aus medizinischen Gründen? Zur ersten Frage würde ich gerne ein bisschen schauen, was uns denn die Literatur lehrt über die Veränderung von gültigen Rechtsnormen. Und da ist mir keine einzige Studie untergekommen, die untersucht hätte, dass eine Verzehnfachung einer Anhebung untersucht worden wäre, sondern es gibt die meisten Studien beschäftigen sich mit Verschärfung von Bedingungen, und die sind an Kontextanforderungen gebunden, zu denen ich gleich was sage. Wir haben in Deutschland nach der Wiedervereinigung die unschätzbare Situation gehabt, dass wir für die neuen Bundesländer eine Anhebung der Promillegrenze von 0,0 auf 0,8 zeitweilig hatten. Und dies hat einer Studie zufolge dazu geführt, dass die Blutalkoholkonzentrationen bei Kontrollen angestiegen sind. Das heißt, das kann man durchaus als erhöhte Risikonahme interpretieren. Und wenn man sich anschaut, welche Erfolgsfaktoren eine Absenkung von Promillewerten im internationalen Vergleich begründen, dann wird deutlich, dass es nicht ausreicht, einen Promillewert lediglich abzusenken, sondern es braucht ein sogenanntes Maßnahmenmix, bestehend aus mehreren Komponenten, als die da sind.
Enforcement, das heißt eine zuverlässige Überwachung mit zeitnaher Umsetzung von spürbaren negativen Sanktionen. Numero zwei, flankierende Maßnahmen wie Erhöhung des Alkoholpreises, die Zugänglichkeit zu diesem unerwünschten psychoaktiven Mittel erschweren. Und Numero drei, und das ist das Entscheidende für unsere Diskussion, ich brauche eine überzeugende Kommunikationsstrategie, um der Öffentlichkeit diese Veränderung zu erklären, sonst nehme ich sie nicht mit. Und wenn wir sozusagen den THC-Wert wie auch immer anheben, dann braucht es eine sehr überzeugende Vermittlung der Notwendigkeit dieser Veränderung, um Compliance und Regelakzeptanz bei den Betroffenen herzustellen. Und das sehe ich durchaus im Bereich Cannabis als Herausforderung, weil wir natürlich, ist es vorhin schon gesagt worden, mit den gesundheitlichen Komorbiditäten zu rechnen haben, aber auch mit nicht zu vernachlässigenden Unfallquoten, die gerade im Ergebnis jüngerer Meta-Analysen nicht so gut wegkommen wie noch vor 10 oder 15 Jahren. Und mit einem Anstieg der THC-Grenze lösen wir möglicherweise Kompetenzillusionen in der Kraftfahrerschaft aus, dahingehend, das ist ja alles nicht so gefährlich und kann man mal schnell machen. Und dadurch erhöhe ich möglicherweise auch den Userkreis. Aus der Suchtforschung wissen wir, dass der initiale Drogenkonsum durch Angebotsnähe und persönliche Bindungseffekte in die Peer Group gespeist wird und durch eine reduzierte Risikowahrnehmung. Das heißt, das muss man der Bevölkerung, Entschuldigung, überzeugend und mit belastbaren Ergebnissen erklären. Und da bin ich mir nicht sicher, ob wir diese Ergebnisse jetzt schon haben. Zur Beantwortung der Frage würde ich sagen, unsere Daten, die wir aus der Studie unter und über 3 Nanogramm THC gefunden haben, lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass die jetzige Rechtsprechung gestützt wird. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Wir haben sozusagen keine abgestufte Risikofunktion oder eine I-Funktion, die sozusagen weit rechts von 3 Nanogramm nach oben ginge. Das haben wir leider nicht. Wir haben identische Nichteignungsquoten ab einem Nanogramm. Und das führt eben dazu, dass eine Anhebung empirisch erstmal evidenzbasiert nicht abgesichert wäre. Ganz kurze Antwort zur zweiten Frage, THC-Grenzwert bei Medizinalcannabis. Da muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Wir wissen noch zu wenig darüber. In unserem Haus habe ich mir mal die Mühe gemacht, uns entsprechende Fallkonstellationen zuarbeiten zu lassen. Und da stellen wir zweierlei fest. Nummer eins, die echten Patienten, die als Ultima Ratio wegen eines schweren Schmerzsyndroms Medizinalcannabis bekommen, die sind hochmotiviert und wollen sich auch gerne der ganzen Behandlungsanordnung unterwerfen. Das sind nicht die Problemgruppen, denen tut man sogar was Gutes. Aber 80-90% der im Verkehr aufgefallenen und auf Medizinalcannabis abstellenden Patienten sind sogenannte Umschwenker, die eine frühere Drogenerfahrung haben und von denen wir eben nicht wissen, welche Anteile sind sozusagen, Entschuldigung, die Legalisierung eines illegalen Konsums, Entschuldigung, nicht so gemeint, oder eben tatsächliche Patienten, die händeringend nach einem vernünftigen Behandlungsregime suchen. Das wissen wir momentan noch nicht und das wären für meine Begriffe Fragen, die zunächst geklärt werden müssen, wie man sozusagen die Filterung von echten Patienten zu sogenannten Umschwenkern besser hinbekommt. Und über die Grenzwertdebatte sollte man zu einem späteren Zeitpunkt noch mal neu nachdenken. Dankeschön. Vielen Dank. Wir sind damit am Ende unserer Anhörung, die, glaube ich, das kann ich im Namen allen aller sagen, sehr spannend war. Dazu haben Sie, liebe Sachverständige, wesentlich beigetragen. Vielen Dank dafür. Und ich darf mich verabschieden. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Und wir werden uns bei dem Thema sicherlich noch auf die ein oder andere Art und Weise begegnen. Danke sehr. Tschüss.